Ja, meine Damen und Herren, wir müssen doch um etwas Geduld bitten. Die Schlangen draußen sind noch sehr, sehr lang. Wir hoffen, dass alle noch reinkommen. 2-3 Minuten geht's los. Ja, jetzt guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung in der Reihe Wissenschaft für Jedermann des Deutschen Museums. Sie merken es, das Echo ist gewaltig. Wir freuen uns, der Veranstalter freut sich, wenn die Plätze bis auf den letzten Platz besetzt sind. Schön, dass Sie da sind. Nicht minder herzlich begrüßen wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Livestream, die uns von zu Hause zugeschaltet sind. Auch da ist es keine kleine Zahl, die da regelmäßig mit dabei ist. Wunderbar.
Kernfusionsforschung, das Sternenfeuer auf die Erde holen. So unser heutiges Thema, eine weitere gemeinsame Veranstaltung des Deutschen Museums und der Katholischen Akademie in Bayern, für die ich hier stehe. Mein Name ist Michael Zachmeier. Und wir deuten Ihr zahlreiches Erscheinen auch dahingehend, dass die Thematik Kernfusionsforschung und der heutige Referent sicherlich das Ihrige dazu getan haben, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind. Kernfusion gilt ja gemeinhin als die Technologie der Zukunft. Sie könnte unerschöpfliche Energiequelle auf einen Schlag, als unerschöpfliche Energiequelle könnte sie auf einen Schlag die Energieversorgung der Menschheit sichern und den Kampf gegen den Klimawandel auch erleichtern, so zumindest die Hoffnung der Forschung. Sie sei eine nicht nur schier unerschöpfliche, sondern vor allem auch saubere Energiegewinnung. Es würden keinerlei Treibhausgase freigesetzt. Das macht diese Technologie heute mehr denn je interessant. So interessant, dass auch die bayerische Staatsregierung die Fusionsforschung fördern wird, damit eines Tages das erste Forschungsfusionskraftwerk im Freistaat stehen kann. Erst vor wenigen Wochen haben die Medien darüber ausführlich berichtet. Da drängt sich natürlich die Frage nach der Funktionsweise auf und wie realistisch diese Technologie tatsächlich ist. Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen haben wir einen wirklich ausgesprochenen Fachmann, eine Koryphäe, gewinnen können. Professor Dr. Hartmut Zohm, herzlich willkommen hier im Deutschen Museum. Begleitet wird er auch von seiner Frau und seiner Tochter, die ihm quasi kritisch über die Schulter schauen. Auch Ihnen ein herzliches Grüß Gott. Ihre nähere Vorstellung übernimmt dann gleich der Moderator des heutigen Abends, Professor Dr. Markus Vogt. Auch Ihnen, lieber Herr Professor Vogt, ein herzliches Grüß Gott hier im Deutschen Museum. Professor Vogt wird uns dann durch den Abend führen. Er ist seit 2007 Professor für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität und zu seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten zählen Fortschritt und Risiko in technischen Entwicklungen sowie neben anderen Themen Fragen des Klimawandels, der Nachhaltigkeit und der Gerechtigkeit. Bevor ich dann gleich an Sie, an dich, lieber Markus Vogt, das Wort übergebe, noch ein Wort des Dankes an Rainer Mehlmann, steht da oben ganz bescheiden, dem Verantwortlichen des Deutschen Museums für diese Reihe, für eine bemerkenswert harmonische Zusammenarbeit. Seit bald 20 Jahren sind wir mit ihm in dieser Reihe Wissenschaft für jedermann präsent. Es war mir immer eine Freude und ein Genuss, hier dabei sein zu können. Ich selber, meinen Namen habe ich schon angedeutet, Michael Zachmeier, bin seit vielen Jahren Mitarbeiter der Katholischen Akademie. Und sollten Sie Fragen zu uns, zu unserer Arbeit, zu unserem Haus haben, ich stehe Ihnen gerne im Anschluss an die Veranstaltung da oben zur Verfügung. Es liegt auch Infomaterial aus. Ich verweise auf unsere Zeitschrift zur Debatte, wo wir, sofern uns die Referenten die Texte zukommen lassen, auch solche Veranstaltungen wie hier dokumentieren. Aber nun, lieber Markus Vogt, du, Sie haben das Wort. Dankeschön. Die Entwicklung der Kernfusion ist ein historisch einzigartiges Langfristprojekt. Es werden fast 100 Jahre dafür veranschlagt. Einen großen Teil dieses Weges haben wir bereits hinter uns.
Es wird erhofft, dass sie ungefähr 2050 für die kommerzielle Nutzung verfügbar ist. Die Kernfusion ist in gewisser Weise das Gegenstück zur Kernspaltung. Statt schwere Nukleide wie Uran zu spalten, werden leichte Atomkerne verschmolzen, was noch mehr Energie freisetzen kann. Die Sonne ist das leuchtende Beispiel dafür. Dies in ihrem Innern ist ein Fusionsreaktor, ein gigantischer Fusionsreaktor seit Milliarden von Jahren tätig. Davon leben wir. Nach dem Vorbild der Sonne, dem Urfeuer, sollen Fusionskraftwerke Wasserstoffatomkerne zu Helium verschmelzen. Dabei entsteht unermesslich viel Energie, ohne Treibhausgase zu emittieren, ohne langlebige radioaktive Abfälle. Kettenreaktionen wie bei der Kernspaltung sind naturgesetzlich ausgeschlossen. Kernfusion könnte also, wie eben gerade schon angesprochen, den Menschheitstraum von einer sauberen, risikoarmen und reichlich verfügbaren Energie Wirklichkeit werden lassen. Dabei ist sie keineswegs mehr nur auf der Ebene der Grundlagenforschung oder gar der Science Fiction. Es gibt etwa in Südfrankreich den Forschungsreaktor ITER, seit 2007 in Bau, ein Gemeinschaftsprojekt der EU von interessanterweise auch Russland und Japan, anderen Ländern. Zwar ein finanzielles Desaster, also von 5 Milliarden werden im Augenblick die Kosten auf 15 Milliarden geschätzt. Sie ist immer noch in Bau. Es gibt viele Schwierigkeiten, aber sie ist ein ganz wichtiges Labor, um zu wichtigen Erkenntnissen zu kommen in der technischen Umsetzung, die enorm komplex ist. Vor relativ kurzem wurde in Boston an dem im Spark-Projekt es ist gelungen, das Magnetfeld wesentlich zu verbessern, mit dem die Kerne, die auf bis zu 100 Millionen Grad erhitzt werden, in Schach gehalten werden. Und das auf viel kleinerem Raum, was ein ganz wichtiger Schritt ist, um möglicherweise eben im Unterschied zu dem südfranzösischen Reaktor mehr Energie zu gewinnen, als man reinsteckt. Das ist nämlich bei dem südfranzösischen noch nicht der Fall. Auch Deutschland ist in der Forschung beteiligt, eben zum Beispiel in Garching, in Greifswald haben sie Versuche gemacht. Insgesamt ist die Kernfusion jedoch ein höchst komplexes Verfahren mit ganz vielen Einzelelementen, die zusammenzusetzen eine komplexe Aufgabe ist. Und ich freue mich sehr, dass wir einen der weltweit führenden Experten dafür gewinnen konnten mit dem heutigen Abend. Herr Hartmut Zohm, ich werde Sie gleich vorstellen. Doch zunächst erlauben Sie mir ein bisschen kurz den ethisch-politisch-gesellschaftlichen Rahmen der Diskussion aufzuspannen. Aus Sicht von Hartmut Zohm ist die Kernfusion, ich zitiere, langfristig die einzig verlässliche Energiequelle zur Ergänzung der Erneuerbaren. So ein Artikel vom 22. Juli in der SZ 22. Zwar wird die Kernfusion zu spät kommen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, auf das sich Deutschland und die EU verpflichtet haben, aber es ist absehbar, dass wir auch Mitte des Jahrhunderts nicht allein mit erneuerbaren Energien den wachsenden Energiehunger, die Verdoppelung möglicherweise befriedigen werden können, dass wir also Zusatz brauchen, insbesondere als Alternative zur Kohle in Indien und in China. Es wird dringend notwendig sein. Trotz dieser großen Erwartungen einige mögliche ethische Anfragen. Ist es legitim, viele Milliarden Steuergelder für ein Projekt zu investieren, von dem wir nicht wissen, ob es gelingt? Aufgrund der hohen Investitionskosten von schätzungsweise 5 bis 6 Milliarden Dollar pro Kraftwerk sind diese kapitalintensiv und nach heutiger Abschätzung auf liberalen Märkten nicht kostenkonkurrenzfähig zu betreiben. Wäre die mit der kommerziellen Einführung von Fusionsreaktoren verbundene Zentralisierung sozial nachhaltig? Ob Fusionsreaktoren wirklich inhärent sicher sind, ist bisher weder bewiesen noch widerlegt. Tritium ist extrem mobil und im Fall einer Freisetzung schwer beherrschbar. Das Problem der radioaktiven Abfälle ist zwar geringer als bei Kernspaltung, aber es existiert auch dort. Wie lassen sich die Risiken von technischen Unfällen und von Sabotage durch das radioaktive chemotoxische Inventar freigesetzt werden kann, bewerten? Um das genauer beurteilen zu können, müsste man mehr über das Design und der künftigen Kraftwerke wissen, das aber noch nicht feststeht. Oder die militärische Nutzung von Kernfusion als Wasserstoffbombe stellt ein hohes Risiko dar.
Tritium ist von besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung der Kernwaffenarsenale, weil es in verschiedenen fortgeschrittenen Kernwaffendesigns eingesetzt wird. Es stellt ein wesentliches Proliferationsrisiko dar bei dem Betrieb. Oder offen ist die Frage der Akzeptanz von Kernfusion in der Bevölkerung. Sie könnte nach dem Aus für die Kernspaltung als Hintertüre wahrgenommen werden für die Rückkehr der Nuklearenergie. Es braucht zumindest einen breiten, ergebnisoffenen Diskurs in der Gesellschaft. Den Bedenken stehen aber eben sehr viele positive Faktoren und Gründe entgegen. Ich glaube, das Stärkste ist der starke Energiehunger, der sich möglicherweise verdoppeln wird. Und als Alternative zur Kohle ist es aufgrund der Dringlichkeit des Klimaproblems auf jeden Fall die bessere Alternative. Wir sind darauf angewiesen. Und ich denke, dass es eher komplementär zu sehen ist. Auf der einen Seite die Kernfusion, insbesondere für die Grundlast in urbanen Zentren. Auf der anderen Seite erneuerbare Energien, die viel günstiger sind, die viel dezentraler organisiert werden können. Beide haben ihre Stärken und Schwächen, könnten sich vielleicht ergänzen. Aber um das genau abzuwägen, braucht man technisches Wissen und Abschätzung. Und da freue ich mich, dass Sie bei uns sind. Bevor ich Ihnen das Wort gebe, erlauben Sie mir, Sie kurz vorzustellen. Herr Professor Dr. Hartmut Zohm wurde am 2. November 1962 in Freiburg geboren. Wir haben es eben schon gesprochen, wir haben den gleichen Geburtsort und nur wenige Tage auseinander. Hat Physik studiert, zunächst in Karlsruhe, dann promoviert in Heidelberg über Plasmastabilität. Nach Forschungsaufenthalten in den USA war Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Habilitation in Augsburg an der Universität im Bereich Experimentalphysik, dann seit 1996 bis 1999 Professor für Elektrotechnik und Plasmaforschung an der Universität Stuttgart, seit 1999 wissenschaftliches Mitglied und dann Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und Leiter des Bereichs für Tokamak-Szenarioentwicklung. Was das genau ist, werden Sie sicher noch uns genauer erläutern. Honorarprofessor für Physik der LMU seit 2003, seit 2016 Fellow am American Physical Society. Ihre Doktorarbeit wurde ausgezeichnet mit der Otto-Hahn-Medaille, auch weitere Preise, John Dawson Award 2014, 2016, Hannes Alfvén-Preis der Europäischen Physikalischen Gesellschaft. Ihr Schwerpunkt ist Kernfusion. Damit sind wir mitten beim Thema. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Guten Abend. Vielen Dank für die freundliche Einführung, sowohl dem Herrn Zachmeier als auch Ihnen, Herr Vogt. Vielen Dank Ihnen für das zahlreiche Kommen. Als ich in der U-Bahn hergefahren bin, war in Garching die U-Bahn bereits voll. Aber alle haben rote Schals angehabt und sind in Fröttmanning ausgestiegen. Und ich glaube, die Schnittmenge zwischen den beiden Publikumsteilen ist nicht so groß, deshalb freut es mich, dass es hier so voll ist. Vielen Dank auch für den Applaus, die Vorschusslorbeeren, auch für meine Familie. Und ich hoffe, dem gerecht werden zu können. Also, es geht heute Abend um Kernfusion, Sternenfeuer auf die Erde holen. Ich nehme an, dass Sie alle Spezialisten in Kernphysik und Kernfusion sind, will Sie aber trotzdem noch mal daran erinnern, was die Grundlagen dafür sind. Also es geht relativ lang in eine Einführung über Kernfusionsreaktionen und wie man so ein Gas aus Wasserstoff heiß macht, 100, 200 Millionen Grad heiß. Dann rede ich über den heutigen Stand, da geht es darum, was machen wir in den Experimenten zurzeit. Und dann kommen die Zukunftsaussichten, da kommt das ITER-Experiment, was Sie angesprochen haben und dann auch was danach passieren wird und ganz am Schluss gehe ich auch auf die aktuellen Entwicklungen ein, die der eine oder andere vielleicht auch schon in der Presse gesehen hat. Gut, lassen Sie uns starten mit den Kernfusionsreaktionen. Bisschen sozusagen Wiederholung, also wie ist Materie aufgebaut? Unsere Materie besteht aus Atomen. Die Atome bestehen aus dem Atomkern und dann von einer Hülle von Elektronen, die da außen rum sich anordnen.
Wenn man das Bild anschaut, das ich in Wikipedia geklaut habe, ist das nicht so ganz richtig. Das eine ist, die Elektronen sind diese gelben Objekte, die um den positiv geladenen Kern rumschwirren. Wenn man genau guckt, sind die nicht so gut definiert, wie die sich da bewegen. Aber man kann sich vorstellen, wie so ein Planetensystem bewegen, die sich um den Kern, wie Planeten um die Sonne. Die Elektronen sind negativ geladen, die Protonen im Atomkern positiv. Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Neutronen haben keine elektrische Ladung. Negativ und positiv zieht sich an. Deshalb gibt es eine Kraft, die die Elektronen auf die Bahn da außenrum zieht. Und wenn Sie sich die Dimensionen angucken, sind die Dimensionen absolut nicht maßstäblich in diesem Bild. Es ist nämlich so, dass die Elektronenhülle außenrum von der Größenordnung 10 hoch minus 10 Meter ist. 10 hoch minus 10 ist eine 0,0000 und dann 10 Nuller und eine 1 hinten dran. Das ist 10 hoch minus 10 Meter. Ich werde öfters 10 hoch plus und minus 10 sagen, da meine ich immer diese vielen Nuller, die man so abkürzt. Und der Atomkern ist 10 hoch minus 15 Meter, das heißt, er ist ein Faktor 100.000 mal kleiner als die Elektronenhülle. Wenn das maßstäblich wäre, sozusagen, dann könnten Sie den Atomkern gar nicht sehen da drauf. Das heißt, der Atomkern ist ein extrem kleines Objekt, in der Mitte davon sehr kompakt, sehr hochenergetisch und die Elektronen sind sehr weit außen. Das wird uns nachher noch beschäftigen. Und die typische Größenordnung, das ist das letzte auf der Folie, der chemischen Bindung, also Atome bilden über chemische Bindung Moleküle, Festkörper zum Beispiel, H2O kennen Sie alle, zweimal Wasserstoff, einmal Sauerstoff. Die Bindung, die diese Moleküle, alle Stoffe, die wir so kennen, aufbaut, ist eine chemische Bindung, die geht über die Elektronen und ist von der Größenordnung 1 Elektronenvolt. Und stellen Sie sich vor, Sie nehmen so ein Elektron, machen eine Spannung von 1 Volt und beschleunigen das damit. Das ist die typische Größenordnung dieser Bindung. Gut, jetzt rede ich als nächstes über den Atomkern, denn es geht ja um Kernfusionen. Wie sieht der Atomkern aus? Ich habe schon gesagt, Protonen und Neutronen. Die Zahl der positiven Ladungen, also der Protonen, bestimmt die chemischen Eigenschaften des Elements. Also Wasserstoff hat zum Beispiel immer ein Proton und je nachdem, wie viele Neutronen dabei sind, spricht man von sogenannten Isotopen. Das sind verschiedene Vorkommensweisen des Wasserstoffs, aber die sind chemisch alle gleich. Also sie bilden alle zum Beispiel Wasser. Da gibt es hier den normalen Wasserstoff, der zum Großteil vorkommt, das ist auch der, den die Sonne verbrennt in der Fusion, die der Herr Vogt bereits angesprochen hat vorher. Dann gibt es Deuterium, das ist ein Isotop, was viel weniger, aber aufgrund der großen Menge von Wasserstoff immer noch sehr häufig vorkommt. Dann gibt es den überschweren Wasserstoff Tritium, der radioaktiv ist und der gar nicht, weil er mit einer relativ kurzen Zeit von 12 Jahren zerfällt, eigentlich natürlich gar nicht auf der Erde auftaucht. Deuterium und Tritium wird nachher eine Rolle spielen, weil wir genau die Elemente nehmen und versuchen, damit Kernfusion zu machen. Ich werde Ihnen auch noch sagen, warum wir das tun. Gut, und wichtig ist eigentlich, die Gesamtzahl von diesen Nukleonen, also Protonen plus Neutronen, bestimmt die Masse und die Protonenzahl, wie schon gesagt, bestimmt die chemischen Eigenschaften. Und wenn man jetzt guckt und fragt, was hält denn eigentlich die Neutronen und die Protonen zusammen, also was ist die Kernkraft, die dieses zusammenhält, da gibt es eine relativ einfache Veranschaulichung. Sie haben in der Titelfolie gesehen, dass ich an dem Max-Planck-Institut forsche. Sie wissen, dass Max-Planck-Institute die schwierigsten und größten experimentellen Apparate aufbauen, die man sich nur vorstellen kann. So einen zeige ich Ihnen hier. Es handelt sich um meine Schreibtischunterlage und eine Spritze. Und was ich mache, ist, ich setze mit der Spritze neben dieses Wassertröpfchen ein zweites Wassertröpfchen. Und Sie sehen sofort, was Sie aus der Intuition kennen. Die beiden verbinden sich und machen wieder ein rundes Objekt. Und das liegt daran, dass die Kräfte, die in Atomkern wirken, ähnlich sind den Kräften von der Art, die in so einem Wassertröpfchen sind. Die sind nämlich ganz kurzreichweitig. Das heißt, die merken, wenn ich die beiden Wassertröpfchen ein Stück voneinander entfernt auf meine Schreibtischunterlage mache, passiert überhaupt nichts. Und wenn die sehr nahe kommen, dann merken sie die Kraft dabei, die Van der Waals-Kraft in dem Fall. Und dann versuchen die, weil die eben die nächsten Nachbarn sehen wollen und nicht nach außen eine Oberfläche, versuchen sie eine Kugel zu machen, weil die Kugel das optimale Ergebnis, die optimale Form ist, um möglichst wenig Oberfläche zu haben. Und Gleiches, was hier bei den Wassertröpfchen passiert, passiert auch bei den Kernen. Nur, dass die Kraft viel stärker ist, das ist die sogenannte Kernkraft, starke Wechselwirkung, ganz kurzreichweitig,
führt dazu, dass eigentlich immer mehr Nukleonen-Kernbausteine zusammengehören. Es wird immer stabiler dabei. Und die Bindungsenergie, und das ist jetzt der Punkt, ist von der Größenordnung 1 Megaelektronenvolt, also 1 Million Elektronenvolt. Die chemische Bindung ist 1 Elektronenvolt. Erinnern Sie sich, hatte ich gesagt am Anfang, hier reden wir über 1 Million Elektronenvolt. Was heißt, pro Energie, die Energie, die frei wird pro Reaktion, ist 1 Million mal mehr als bei einer Verbrennung, bei einer chemischen Reaktion. Im Umkehrschluss heißt das, wenn Sie mit Kernreaktionen Energie erzeugen, brauchen Sie ungefähr nur 1/1000 des Masseneinsatzes, den Sie brauchen, um chemische Energie zu erzeugen. Sprich, wenn Sie in ein Kohlekraftwerk am Tag 3 Güterzüge haben, die in das große Kohlekraftwerk reinfahren und ihre Kohle entladen, um dafür zu sorgen, dass genug Energie kommt, dann würde ein Fusionskraftwerk mit ungefähr 54, ist die Zahl, Kilogramm von dem Brennstoff Tritium auskommen, um ein ganzes Jahr lang zu laufen. Und das ist ein Riesenvorteil an der ganzen Kernenergie. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gucken. Ich habe gesagt, wenn wir immer mehr Kerne zusammentun, wird es immer stabiler. Und das ist hier aufgetragen. Hier ist die Zahl der Kernbausteine, der Protonen und Neutronen. Das ist die Bindungsenergie pro Baustein. Und in der Tat, wenn Sie bei den leichtesten Elementen Wasserstoff, Deuterium anfangen, wird Helium draus. Das ist besonders stabil, also Wasserstoff zu Helium verschmelzen. Und es wird immer mehr energiefrei oder es ist immer energetisch günstiger, bis Sie zu einem Maximum kommen. Und wenn Sie noch mehr Protonen und Neutronen zusammentun, dann sehen Sie, dass die Protonen positiv geladen sind und sich elektrisch abstoßen. Und dann überwiegt die elektrische Abstoßung und es geht die Kurve wieder runter. Und das heißt, Sie haben 2 Arten der Kernenergiegewinnung. Das eine ist die Fusion von leichten Elementen, das ist, was wir machen und was die Sonne macht. Und da gibt es die Kernspaltung, die schwere Elemente nimmt und die in leichtere Elemente spaltet. Also Sie sehen, es ist beides Kernenergie, aber die Brennstoffe und das Grundprinzip sind ganz unterschiedlich. In der Tat ist es so, hier hat man eine Kettenreaktion, weil nämlich Neutronen frei werden dabei, die weitere Spaltungsprozesse bedingen. Und Sie müssen den Kernspaltungsreaktor regeln, damit er nicht unkontrolliert durchgeht. Hier müssen Sie ständig Brennstoff nachfüllen und das Ganze kontrollieren, sonst geht das Fusionsfeuer einfach aus. Davon können wir Fusionsforscher ein Lied singen. Gut, wie bringt man Kerne zum Fusionieren? Die sind positiv geladen, das heißt, die wollen sich zuerst mal gar nicht miteinander verbinden. Unser Glück, ansonsten würden wir uns in einem großen Lichtblitz auflösen und alle fusionieren. Die Physiker tragen das auf als Diagramm, die sagen, hier ist der Radius, das ist der Abstand zwischen den beiden im System, von dem Radius der Abstand nach hier drüben. 2 Teilchen, Sie müssen erstmal den Berg hochlaufen, Energie aufbringen, das ist die elektrische Abstoßung. Und wenn Sie ganz nah sind, dann sehen Sie, dass Sie praktisch runterfallen in ein Loch und dabei wird Energie frei. Und wenn Sie sich das anschauen auf der rechten Seite und jetzt klicke ich und schaue, das sind 2 positiv geladene Teilchen und das ist eigentlich ganz langweilig. Denn was bei denen passiert in aller Regel, wenn sie zwei positive Teilchen aufeinander schießen, dann merken die elektrische Abstoßung und gehen wieder auseinander. Und erst, Sie können in dem linken Bild sich vorstellen, dass Sie so viel Energie hatten, dass das Teilchen bis hier in den Berg hochgelaufen ist und dann läuft es wieder runter. Wenn Sie mehr Energie aufbringen, sodass es das bis zur Spitze schafft und hier runterfällt, dann wird tatsächlich Fusion auftauchen und dann ist es so, dass die beiden Teilchen, wenn sie sich berühren, eine Kernreaktion machen, Energie gewinnen dabei, sich umwandeln und wegfliegen. Und das ist sozusagen die Bedingung dafür und der Grund, dass wir auf der Erde praktisch keine Kernfusionsreaktionen sehen. Sie müssen den Teilchen so viel Energie geben, dass die Atomkerne sich berühren praktisch, so wie meine Tropfen auf der Schreibtischunterlage und dann verschmelzen die zu einem schwereren Kern, zum Beispiel Helium. Jetzt steht hier, dass die Energie, die dafür gebraucht wird, sind einige 10 Kiloelektronenvolt, das sind dann jetzt 10.000 Elektronenvolt. Das sagt Ihnen vielleicht nicht so viel, aber wenn Sie denken, dass Sie das Ganze in thermische Energie, also in Bewegung eines heißen Gases umrechnen, dann entspricht es ungefähr 100 Millionen Grad Celsius oder Kelvin, ist egal. Wenn Sie das machen, das ist jetzt noch sozusagen hier gezeigt, warum wir Deuterium und Tritium nehmen. Hier ist die Energie aufgeteilt, hier sind diese 10, 20, 30 Kiloelektronenvolt und die verschiedenen Kurven geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, der sogenannte Wirkungsquerschnitt, dass Fusion passiert. Und da sehen Sie, wenn Sie Deuterium und Tritium nehmen, das sind die beiden Wasserstoffisotope, die ich vorhin genannt habe,
dann ist bei der kleinsten Energie von diesen Reaktionen auch noch die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Das heißt, mit Abstand ist das die wahrscheinlichste Reaktion und deshalb versuchen wir, die im Experiment zu nehmen. Und wenn Sie sich fragen, warum tun wir nicht das Gleiche wie in der Sonne, warum nehmen wir nicht einfach den Wasserstoff H in H2O, der so viel auf der Erde vorkommt? Die Antwort ist, diese Reaktion ist links auf dem Bild gar nicht zu sehen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür so verschwindend gering ist, dass ich die Skala aufblasen muss, dass das hier unten überhaupt gesehen wird. Und hier zwischen liegt ein Faktor 10 hoch 24. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Reaktion, die in der Sonne passiert, dass die passiert gegenüber der, die wir auf der Erde machen wollen, ist kleiner, Faktor 10 hoch 24, eine 1 mit 24 Nullen hinten dran. Da können Sie sehen, dass wir keine Chance haben, das auf der Erde zu realisieren. In der Tat brennt die Sonne ganz langsam und gemütlich und sehr ineffizient vor sich hin, zum Glück. Deshalb lebt sie schon 4,5 Milliarden Jahre und wird das ungefähr nochmal tun. Also, wir versuchen Deuterium und Tritium zu verschmelzen. Dabei wird Helium frei, wie man das da oben in der Reaktionsgleichung sieht, und ein Neutron. Und das hat diesen hohen Wirkungsquerschnitt. Also, jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, wie baut man einen Kernfusionsreaktor? Nichts einfacher als das. Sie nehmen ein Gas aus Deuterium und Tritium, sperren es in so einen Ofen ein, heizen anständig ein auf 100 Millionen Grad und schon fängt die Reaktion an zu zünden. Das stimmt. Natürlich ist es nicht so einfach, ein Gas einzuschließen und auf 100 Millionen Grad zu bringen. In der Sonne sind es übrigens nur 15 Millionen Grad. Das heißt, in unserem Experiment ist es auch noch 20 Mal heißer als im Zentrum der Sonne. So, wie macht man das? Da macht man sich zunutze, dass wenn Sie ein Gas aus Wasserstoff stark erhitzen, dass dann auch die Elektronen und die Protonen nicht mehr voneinander merken, dass die aneinander gebunden sind. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, Elektronenvolt ist die typische Energie, die Bindungsenergie. Wenn das Ganze so heiß ist, dass es mit Kiloelektronenvolt Energie zappelt, merkt das Elektron nicht mehr, dass da so eine kleine Bindung ist dafür, wo es eigentlich an dem Kern sein sollte, und bewegt sich ganz frei. Und dann geht die Materie, Sie kennen normalerweise nur drei Zustände, nämlich den festen Zustand, den flüssigen Zustand, den gasförmigen. Es gibt einen vierten Zustand, das ist der sogenannte Plasmazustand, der bei diesen hohen Temperaturen erreicht wird. Da löst sich das Atom auf in die Bestandteile Elektron und Kern und die schwirren frei umher. Und Sie haben es jetzt mit einem Gas aus geladenen Teilchen zu tun. Auf der Erde gibt es das nur ganz selten. Hier sind so ein paar Beispiele. Hier ist ein Blitz, die Blitzentladung, wo viel Energie drin ist, das ist kurzzeitig, wird ein Plasma gebildet in der Atmosphäre. In diesen Lampen, die Leuchtstoffröhren, die noch modern waren, als ich das Bild das erste Mal drauf gemacht habe, muss ich wahrscheinlich mal ändern, ist auch so eine Plasmaentladung drin. Wenn Sie da reingucken von der Seite, sehen Sie so ein violettes Leuchten, das ist die Plasmaentladung, die da drin eigentlich gezündet ist. Auf der Erde, wegen der niedrigen Temperatur, ist der Plasmazustand nicht sehr häufig. Im Universum sind 99% der sichtbaren Materie im Plasmazustand. Also alle Sterne zum Beispiel, die man sieht am Nachthimmel, sind im Plasmazustand, verbrennen ihren Wasserstoff zu Helium. So, die Sonne schließt das Plasma so ein, dass es im Zentrum 15 Millionen Grad heiß ist. Die tut das aufgrund der Gravitation. Die Sonne ist riesig groß, 700.000 Kilometer Radius ist der Sonnenradius. Die ganze Masse da drin zieht sich an und komprimiert diese Gaskugel, sodass der Druck, der durch die hohe Temperatur im Inneren entsteht, kompensiert wird durch die Anziehung der Masse. Und da sehen Sie, das ist ein stabiles Objekt im Wesentlichen, die Sonne, weil sich da eben die Expansion durch den hohen Druck des heißen Gases die Waage hält mit der Gravitationskraft. Und wenn Sie gucken, hier ist ein Temperaturprofil der Sonne aufgetragen, im Zentrum 15 Millionen Grad, am Rand im Vergleich zu 15 Millionen praktisch null, das sind 5600 Kelvin, denke ich. Und das ist eben, dieser Gradient wird über 700.000 Kilometer aufrechterhalten. Und da sehen Sie, die Wärmeisolation der Sonne wäre auf der Erde nicht ausreichend, weil Sie dann halt 700.000 Kilometer Isolationsmaterial bräuchten dafür, was unmöglich ist. Also müssen wir was anderes machen. Wir machen uns zunutze, dass die Teilchen im Plasma geladen sind, hatte ich vorhin gesagt. Also Plasma ist ein Elektronen und Ionen, sind positiv und negativ geladen. Wenn Sie ein Magnetfeld haben, dann bewegen sich geladene Teilchen auf Schraubenlinien im Magnetfeld. Die bewegen sich senkrecht dazu auf einer Kreisbewegung, parallel
ungestört und das heißt, die folgen den Feldlinien mehr oder weniger. Sprich, wenn ich so eine große Spule nehme und ich mache das Magnetfeld, was von der Spule erzeugt wird, dann folgen die Teilchen, die geladenen, wie auf Schienen diesen Magnetfeldlinien. Jetzt ist das immer noch nicht die Lösung, weil das heißt, die folgen den Teilchen und wenn irgendwo eine Wand ist, dann folgen die Teilchen dem Magnetfeld und prallen direkt drauf. Aber um dies zu vermeiden, nehme ich das Magnetfeld und biege das Magnetfeld, sodass die Feldlinien sich in sich schließen und dann laufen die Teilchen immer im Kreis dabei. Das ist tatsächlich der berührungslose sogenannte magnetische Einschluss von Plasmen. Das sieht dann in der Praxis so aus, Sie haben die Magnetfeldlinien, das sind diese Linien, die hier eingezeichnet sind, die spannen jeweils so Torusflächen auf dabei. Auf den Flächen bewegen sich die Teilchen frei, senkrecht dazu können sie nicht weg, weil sie durch die Kraft, die sie auf diese Kreisbahn zwingt, die sogenannte Lorentzkraft, dran gebunden sind. Und deshalb kann es im Zentrum heiß und dicht sein und am Rand kalt und nicht so dicht. Und wenn Sie gucken, das ist das Bild von der Sonne, das sind Messwerte aus unserem Experiment in Garching. Da sind 150 Millionen Grad im Zentrum, hier waren es 15 und aus den 700.000 Kilometer ist ein halber Meter geworden. Sprich, die Wärmeisolation im Magnetfeld ist phänomenal. Wir schaffen es, einen Temperaturgradienten von 0 auf 150 Millionen Grad auf einen halben Meter Abstand hinzubringen damit. Und das ist eigentlich der Trick dabei, sozusagen, man muss das Magnetfeld nehmen und wenn man in dem Magnetfeld, in dem magnetischen Torus den Einschluss macht, dann kann man tatsächlich das Zentrum so heiß machen. Gleichzeitig ist die Dichte der Teilchen sehr, ich sage das gleich alles, weil das die Standardfragen sind, wenn ich es im Zentrum so heiß mache, 1 Million Mal oder 10 Millionen Mal heißer als auf der Erde, dann muss doch der Druck gigantisch sein. Nein, weil gleichzeitig ist die Dichte, also die Zahl der Teilchen in einem Volumen viel, viel geringer. Sie würden das, wenn es nicht so heiß wäre, als ein gutes Vakuum bezeichnen. Die Dichte ist nur 1 Millionstel Mal die Dichte der uns umgebenden Luft. Und weil der Druck das Produkt aus Dichte und Temperatur ist, haben Sie 1 Million mal 1 durch 1 Million ist 1. Und Sie haben einen Druck von ungefähr 1 bar im Zentrum von der Anlage. Und das ist der Trick. Der Trick ist nicht sozusagen, dass das Magnetfeld unglaubliche Kräfte aushalten kann. Der Trick ist, das Ganze so dünn und gleichzeitig so heiß zu machen, dass der Druck von der Größenordnung ja noch nicht mal wie in meinem Fahrradreifen ist. Gut, es gibt noch ein anderes Konzept, den sogenannten Trägheitseinschluss. Da wird nicht versucht, das Plasma stationär einzuschließen, sondern das Plasma ganz schnell aufzuheizen. Man nimmt ein kleines Kügelchen des Brennstoffs, Deuterium und Tritium, schießt mit einem großen Laser drauf, ganz schnellen, kurzen Puls mit hoher Energie. Das ist, was am NIF in Kalifornien gemacht wurde, vor ungefähr einem Jahr in der Presse war. Dann dampft das Material außen ab. Wenn es mit Energie beaufschlagt wird, komprimiert die Kugel im Zentrum. Die komprimiert jetzt bis auf Sonnendichte, also auch noch auf extrem hohe Dichte, heizt sich auf und dann brennt das Kügelchen ab. Und was Sie damit gemacht haben, das heißt Trägheitseinschluss, weil Sie es schneller verbrennen, als es durch Trägheit auseinanderfliegt, wenn es heiß genug geworden ist. Was Sie gemacht haben, Sie haben praktisch eine Explosion erzeugt, eine Kernexplosion, Wasserstoffbombenexplosion, aber so miniaturisiert, dass sie völlig beherrschbar ist von der Größe. Und Sie würden dieses Ding alle Zehntelsekunde einmal zünden und im Mittel haben Sie dabei Energiegewinnung, die völlig beherrschbar ist dabei. Und deshalb ist es auch so ein kleines, wir werden das nachher sehen, das ist so ein kleines Kügelchen, was da komprimiert wird dabei und da kommt bereits diese Energie raus. Gut, also diese zwei Dinge gibt es. Wir arbeiten seit vielen Jahren an der Fusion mit magnetischem Einschluss. Da gibt es die meisten Konzepte zur friedlichen Nutzung. Diese Konzepte sind, früher ist die Forschung daran stark von militärischem Hintergrund, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dominiert worden. Das ändert sich gerade. Aber wenn man schaut, was die für friedliche Reaktorkonzepte haben, sind die ein ganzes Stück hinter dem, was bei der Magnetfusion läuft. Gut, jetzt kommt noch eine letzte komplizierte Folie. Was muss ich denn für Parameter erreichen, dass das Plasma brennt, also dass die Fusionswärme, die erzeugt wird, dafür sorgt, dass das Sonnen- oder Sternenfeuer in unserem Experiment nicht ausgeht? Da gibt es eine Maßzahl und die Maßzahl ist das Produkt aus der Dichte, wie viele Teilchen sind drin, wie groß ist die Temperatur und wie gut ist die Wärmeisolation. Und wenn Sie das auftragen gegen die Temperatur, sehen Sie, hier ist die Leistung, die rauskommt, gerade so viel, wie Sie reingesteckt haben und grün oben ist es gezündet. Und da ist dieses Produkt aus Dichte, Temperatur und Einschlusszeit, Energieeinschlusszeit und das muss einen bestimmten Wert annehmen und dann ist das Ganze gezündet. Ich zeige Ihnen nachher, wo wir mit unseren Experimenten stehen.
Bleibt noch die Energieeinschlusszeit, das ist eine Maßzahl für die Wärmeisolation. Wie kann man sich die vorstellen? Die kann man sich vorstellen, indem man denkt, ich heize ein Objekt, dann schalte ich die Heizleistung aus, dann werden Sie sehen, dass die Temperatur in dem Objekt sinkt. Und die typische Zeitskala, auf der die Temperatur im Objekt sinkt, ist die Energieeinschlusszeit. Sprich, wenn Sie eine Kaffeetasse haben, ist die Energieeinschlusszeit vielleicht 10 Minuten, dann ist der Kaffee drin kalt. Und wenn Sie es besser machen wollen, nehmen Sie eine Isolierkanne. Und die Energieeinschlusszeit, die wir brauchen, ist von der Größenordnung ein paar Sekunden in unseren Experimenten. Und da zeige ich Ihnen gleich, wo wir dahin gekommen sind. So würde so ein Fusionskraftwerk aussehen. Im Zentrum gibt es dieses magnetisch eingeschlossene Plasma. Das ist der Torus, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Sie nehmen Deuterium und Lithium, nicht Tritium. Tritium, habe ich gesagt, radioaktiv, ist nicht frei, also nicht auf der Erde verfügbar natürlich, wird durch die Neutronen, die hier erzeugt werden, direkt in dem Lithium, was in der Wand ist, sozusagen rausgeholt und dabei erbrütet. Und das heißt, die Primärbrennstoffe sind Deuterium und Lithium und da wird Energie frei und die müssten Sie in der Turbine dann zum Beispiel umwandeln in Strom. Und Sie haben schon, Herr Vogt, sehr schön gesagt, was die Vorteile sind. Ich habe natürlich die Vorteile drauf und nicht die kritischen Fragen, die wir nachher gerne diskutieren können. Fusionskraftwerke wären geeignet für Grundlast und Ausregelung von den stochastischen Regenerativen wie Wind und Solar. Ganz wichtig, meiner Meinung nach, das ist komplementär und nicht in Konkurrenz zueinander. Auch wenn Fusionskraftwerke funktionieren, wird man nicht sagen, auf der Schwäbischen Alb oder irgendwo im Fränkischen Wald werde ich jetzt keine Solarenergie mehr machen, sondern irgendwo ein großes Fusionskraftwerk hinstellen. Das lohnt sich einfach nicht. Die großen Fusionskraftwerke werden in München und im Ruhrgebiet oder wo immer stehen. Ich denke, das muss Hand in Hand gehen miteinander. Es wird eine nachhaltige Energiequelle sein, Deuterium aus Meerwasser, Tritium eigentlich im inneren Brennstoffkreislauf aus dem Lithium. Das kommt in der Erdkruste vor und im Meerwasser. Und wenn Sie abschätzen, wie viel Lithium im Augenblick erzeugt werden kann, würde das für 6000 Jahre reichen, den Energiehunger der Menschheit zu stillen, was schon eine Zeitskala ist, sozusagen, die über viele Generationen geht. Wenn wir es in den 6000 Jahren schaffen, das Verfahren, Lithium zu gewinnen, auch noch auf das Meerwasser umzustellen, dann wird es für 20 Millionen Jahre reichen und dann ist es, was man eine nachhaltige Energiequelle nennt. Es ist nicht regenerierbar, weil es was verbraucht wird dabei, aber es ist absolut nachhaltig. Und die Umwelteigenschaften, kein CO2, keine Kettenreaktion, die Nachwärme kann die Anlage nicht zerstören und der radioaktive Abfall, den es gibt, ist signifikante Mengen, braucht aber keine Endlagerung. Nach 100 Jahren Größenordnung können Sie den anfassen, können den wieder aufbereiten und das nächste Kraftwerk draus bauen. Gut, jetzt kommen wir zum heutigen Stand. Das war eine sehr lange Einführung, aber Sie sind jetzt alle Spezialisten in Kernfusion. Und jetzt sozusagen möchte ich Ihnen ein bisschen sagen, was machen wir zurzeit? Wir untersuchen den magnetischen Einschluss in der toroidalen Geometrie. Wenn Sie dieses Magnetfeld machen wollen, das da so helikal umläuft und diese Flächen aufspannt, können Sie das machen, indem Sie Elektromagneten, also Spulen bauen, die alle diese Magnetfeldkomponenten erzeugen. Da kann man relativ leicht zeigen, dass die Spulen dann eine dreidimensionale Form haben. Das sind die blauen Objekte hier. Also im sogenannten Stellarator, der heißt so, werden die Magnetfelder nur extern durch Spulen erzeugt. Im Plasma fließen keine Ströme. Das ist sehr komplex, hat aber den Vorteil, dass Sie die volle Kontrolle von außen haben. So ein Experiment hat das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik aufgebaut in Greifswald an der Ostsee. Ich werde Ihnen nachher ein paar Ergebnisse davon zeigen, sogenannte Wendelstein 7x. Da sehen Sie schon, dass das Experiment eigentlich sozusagen die gedanklichen Mütter und Väter davon hier in Garching gesessen sind, weil Wendelstein ja ein Berg in der Umgebung ist. Und das ist dann 1991 transferiert worden, die Idee, als es Geld gab, um in den neuen Bundesländern Projekte zu starten und dann an die Ostsee transferiert worden und funktioniert jetzt da bestens als Wendelstein. Auch mal im Zug gehört, wie sich Schulkinder unterhalten haben, die nach Greifswald reingefahren sind. Die haben gesagt, da steht der Wendestein. Das fand ich jetzt sehr gut sozusagen, auch vor dem historischen Hintergrund. Es gibt ein zweites Konzept, das ist der sogenannte Tokamak. Das ist eine russische Erfindung, ist deutlich einfacher.
weil Sie sehen schon, die Spulen sind jetzt nicht mehr 3D geformt, sondern planare Spulen. Da können Sie sich wirklich vorstellen, Sie nehmen so einen Satz von Spulen und biegen den einfach zu einem Torus. Nachteil, Sie müssen die Magnetfeldlinien verdrillen und um das zu tun, lässt man im Tokamak einen Strom fließen. Das heißt, es gibt hier einen Transformator. Wenn Sie in dem Transformator primär Windung den Strom ändern, wird auch ein Strom im Plasma induziert. Und dieser Strom sorgt dafür, dass die Feldlinien sich so drehen. Auch hier wieder relativ extreme Bedingungen bei uns. Der Strom, den wir da drin treiben, weil das Plasma sehr gut elektrisch leitfähig ist, der Strom ist von der Größenordnung in unserem Experiment 1 Megaampere, also 1 Million Ampere. In Ihrem Haushalt fließt noch nicht mal 1 Ampere normalerweise. Bei 16 Ampere fliegt die Sicherung in Ihrem Haushalt. Hier ist 1 Million Ampere und die Spannung, die wir anlegen, um das zu treiben, ist 1 Volt. Also weniger als aus so einer Batteriezelle rauskommt. Es liegt an der großen Leitfähigkeit. Nachteil, Sie müssen immer den Strom nachfahren. Sie haben freien Strom, freie Energie im Plasma. Das Ding ist nicht an sich stationär, sondern muss immer wieder der Transformator neu aufgeladen werden. Gut, so sieht es aus. Also ASTEX Upgrade hier in Garching, das ist das Schema davon. Wenn Sie es live angucken, so sieht es aus. Da kriegen Sie eine Idee von der Größenordnung. Der große Radius von hier nach hier ungefähr 1,60 Meter und dann diese 50 Zentimeter, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, kleiner Radius, das Plasma füllt nachher diese Kammer aus. Natürlich muss der Mensch das Gefäß verlassen, bevor es losgeht. Wenn dem so ist, pumpen wir dieses runter, bis wir ein gutes Vakuum da drin haben. Sie erinnern sich daran, dass die Dichte ganz klein sein muss. Und dann zünden wir eine Plasmaentladung und die sieht dann ungefähr so aus. Oder so. Und Sie sehen, eigentlich sehen Sie es gar nicht so spektakulär. Sie sehen also das Gefäß da sozusagen aufleuchten, das ist der gleiche Blick wie vorher mit der Person drin. Und dann sehen Sie nur den Rand vom Plasma leuchten. Und das liegt daran, dass der Rand kalt ist, also ein paar 10.000 Grad. Und dann ist er so kalt, dass da sichtbares Licht ausgestrahlt wird. Das Zentrum ist so heiß, dass Sie Röntgenblick bräuchten. Das strahlt nur noch im Röntgenbereich, weil alles völlig ionisiert ist, strahlt keine Strahlung mehr im sichtbaren Bereich. Deshalb sieht man das mit dem bloßen Auge gar nicht. Was ich aber, das ist Realtime, das Video, also ungefähr 10 Sekunden Plasmaentladung. Was Sie, glaube ich, ganz gut sehen, ist, dass wir das Magnetfeld kontrollieren und das soweit unter Kontrolle haben, dass wir das Ganze sozusagen gesittet hochfahren können, dann einen stationären Zustand haben und dann wieder runterfahren am Schluss. Und in der Entladung sind auch im Zentrum 10 Millionen Grad, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Wo haben wir es hingebracht mit den Experimenten? Das ist das Diagramm von vorher mit Dichte mal Temperatur mal Einschlusszeit. Da ist unser Garchinger Experiment, da ist das weltweit größte Experiment Joint European Torus in England. Das kratzt gerade an dem Break-Even, wo so viel Energie rauskommt, wie man reinsteckt. Das ist jetzt noch kein Reaktor, weil das sozusagen, wenn Sie Wärme erzeugen von der Größenordnung, wie Sie vorher Elektrizität aus dem Netz genommen haben, weil wenn Sie die Wärme umwandeln in Elektrizität, geht Ihnen davon ungefähr 2/3 verloren, dann ist das kein Nettogewinn, aber man sieht, dass man in die Größenordnung kommt, wo die beiden Energien bereits vergleichbar sind. Und wir haben erreicht die hohe Temperatur, man könnte sogar sagen, wir sind schon zu heiß auf diesem Ast, vom Optimum weg. Wir haben die Teilchendichte erreicht, wir haben die Wärmeisolation nicht erreicht. Das heißt, obwohl wir auf 50 Zentimeter diese 100 Millionen Grad Differenz aufrechterhalten, müssen wir so stark heizen, dass die Energie, die rauskommt durch Fusion, noch nicht ausreicht. Und das ist eigentlich das zentrale Thema in den letzten 40, 50 Jahren gewesen. Wie verstehe ich erstmal die Wärmeleitfähigkeit, die Wärmeverluste aus dem Plasma und wie kann ich sie dann unterdrücken, beziehungsweise wie groß muss ich die Maschine bauen, damit sie eine positive Energiebilanz hat. Das ist auch die Antwort darauf, warum die Forscher in den 50er und 60er Jahren im letzten Jahrhundert gesagt haben, 30 Jahre, dann sind wir soweit. Die haben eine Theorie gemacht und haben gesagt, wir haben die heißen Teilchen im Plasma, die Teilchen stoßen hin und wieder, so wie dieses elastische Stoß, erinnern Sie sich dran. Die stoßen hin und wieder, wenn sie stoßen, versetzen sie sich um einen von diesen Gyrationsradien, diesen Kreisen. Und wenn ich ausrechne, wie stark dann der Transport nach außen ist durch diese Stöße, kommt raus, dass die Maschine zünden sollte, wenn sie von der Größenordnung 15 Zentimeter Radius ist. Also so ein kleiner Torus würde bereits Energie, Nettoenergie liefern.
Daran war nichts falsch, aber unvollständig. Es gibt diesen Transport, es gibt die Stöße, es gibt die Wärmeverluste. Es ist nur völlig irrelevant, weil was wirklich passiert, ist, dass nicht die einzelnen Stöße zwischen den Teilchen den Wärmeverlust dominieren, sondern Turbulenz. So ähnlich wie Sie turbulente Strömungen in Wasser oder in Luft kennen, ist auch das Plasma turbulent. Und der Transport in der Turbulenz ist viel, viel größer und sorgt dafür, dass eine Maschine 6 bis 7 Meter großen Radius haben muss, um zu zünden. Das ist der ITER, von dem Sie vorhin gesprochen haben. Herr Vogt, zeige ich gleich noch ein Bild davon. Und Turbulenz ist ein extrem schwierig zu behandelndes Thema, auch heute noch in der Forschung. Es gibt immer noch keine gute Theorie, die Ihnen auf Anhieb sagt, wenn Sie eine Gartenpumpe kaufen und einen Wasserschlauch anschließen und sagen wollen, ich will damit 10 Meter weit spritzen und fragen, wie viel Leistung soll die Pumpe haben, dann gibt es keine schöne geschlossene Theorie, mit der Sie das ausrechnen können, sondern nur ein Datenblätter, wo drauf steht, ja, da musst du, weiß nicht wie viel Bar, 3, 4 Bar anlegen oder sowas. Und das liegt daran, dass die Strömung turbulent ist und dass das extrem schwierig ist, diese Turbulenz wirklich quantitativ auszurechnen. Das ist übrigens das Gleiche für die Wettervorhersage. Das Wetter ist auch turbulent. Sie kennen die Wirbel alle aus der Wettervorhersage. Es geht halt sehr langsam auf der Wettervorhersage über Tage. Bei uns geht es sehr schnell. Und wir sind eigentlich erst drauf gekommen, wie man die Turbulenz richtig beschreibt, durch Supercomputer. Das ist jetzt eine Turbulenzsimulation. Also das ist unser Torus aufgeschnitten. Und Sie sehen turbulente Zellen in dem Querschnitt, wo jetzt rangezoomt wird. Und Sie sehen, wie die sich bewegen und auch, wie es eine Scherströmung gibt, die bei, auf eine bestimmte Größe hier drin zusammen, sozusagen die Größe bestimmt davon. Und wenn Sie Größe vergleichen mit dem Gyrationsradius, dann ist es viel größer als der Radius von so einer Gyration. Und sprich, die typische Länge für den Transport nach außen ist nicht der kleine Gyroradius, sondern so eine turbulente Zelle. Inzwischen verstehen wir, wie die Turbulenz funktioniert, können das berechnen und können vorhersagen, wie groß eine Maschine sein muss. Und da kommt raus, das ist unser Garchinger Astex Upgrade Experiment, das ist JET, das weltweit größte in Betrieb befindliche Experiment, das gerade sozusagen in Betriebsende geht. Und das ist das ITER Experiment, das in Cadarache in Südfrankreich in weltweiter Anstrengung gebaut wird. Und bei uns, wir haben 100 Millisekunden, also 0,1 Zehntelsekunde Energieeinschlusszeit, JET hat ungefähr 0,5 Sekunde und ITER wird 3 Sekunden haben und das ist der Wert, den man braucht, um mehr Energie aus dem Plasma rauszuholen, als man reinsteckt. Jetzt ist noch die Frage zum heutigen Stand, wo stehen wir mit dem Stellarator, den hatte ich Ihnen vorhin gezeigt. Der ist sehr komplex, also das waren alles Tokamak-Experimente. Sie haben diese komplexen Spulen gesehen, den zu optimieren, hat man einen Computer gebraucht, Supercomputer, also der ist ein Kind der Computeroptimierung, dieses Design. Und auch die Fertigungstechniken, um solche Spulen herzustellen, waren vor vielen Jahren nicht in der Präzision vorhanden, wie das inzwischen der Fall ist. Hier ist nochmal, habe ich übersprungen, sorry, hier ist nochmal der JET, also das ist jetzt der Tokamak und der hat, glaube ich, ja, Ende 2021 einen Weltrekord in Fusionsenergie aufgestellt, also da kommen 10 Megawatt Fusionsleistung raus über 6 Sekunden, was 60 Megajoule sind. Das ist die meiste Fusionsenergie, die je im Labor erzielt wurde. Das ist sozusagen der Fortschritt, den man bei den Tokamaks erreicht hat. Jetzt kommt der Stellarator. Wo stehen wir da? Das ist das schematische Bild, was ich Ihnen gezeigt hatte. Hier sehen Sie, wie sowas aussieht. Da unten steht ein Mensch in Greifswald in der Halle, der gerade sozusagen an dem Kran arbeitet, der dieses Teil rüberfährt. Das ist ein Zehntel von dem Umfang, Sie sehen da die Spulen außen drauf und das Vakuumgefäß, alles 3D geformt. Die Spulen sind supraleitend, das heißt, die werden runtergekühlt auf 4 Grad über dem Nullpunkt, über dem absoluten Nullpunkt, minus 273 Grad oder sowas, auf unserer Celsius-Skala und die werden dann supraleitend, das heißt, da fließt der Strom ohne Widerstand drin. Und dann kann man das Magnetfeld lang aufrechterhalten, so lange wie man will. Und der Stellarator ist tatsächlich auch gebaut worden, um diese Stationaritätseigenschaft, von der ich vorhin geredet habe, nachzuweisen. Gut, das Experiment ist inzwischen fertiggestellt. Also Sie sehen da einen Sonnensektor. Wenn Sie das alles zusammenbauen, dann können Sie als erstes das Magnetfeld vermessen. Das sind Bilder von Magnetfeldlinien, die kann man sichtbar machen, indem man Elektronen da lang schickt und mit so einem fluoreszierenden Stab durchfährt. Dann leuchtet es und man sieht die Magnetfeldlinien. Und man sieht, dass die Magnetfeldlinien sehr gut definiert sind und tatsächlich auf so einer Fläche liegen, wie das vorher gesagt wurde. Und das ist nicht trivial. Der
Radius ist ungefähr 5 Meter hier. Das heißt, wenn Sie da hingucken, dann haben Sie, sieht man ja auch an dem Menschen, ein großes Objekt. Und um diese Präzision des Magnetfelds hinzukriegen, dass die Feldlinien so schön verlaufen, müssen die Spulen im Submillimeterbereich ausgerichtet werden und tatsächlich präzise hingebaut worden. Und das Bild ist eigentlich dieses hier ist eigentlich der Beweis, dass das inzwischen geht. Mit modernen Fertigungstechnologien und auch mit Technologien, mit denen man das Ganze zusammenbaut. Hier sehen Sie eine typische Stellarator-Entladung. Sie sehen jetzt rechts wieder so ein Bild, wo das Plasma leuchtet. Und links sehen Sie Zeitspuren, da läuft die Zeit in Realtime hier unten. Und Sie sehen sofort, das geht viel länger als das Bild, was ich Ihnen von dem Garchinger-Experiment gezeigt habe. Das geht jetzt 30 Sekunden, ist völlig stationär. Also hier sehen Sie die Temperatur der Wand und die Temperatur im Plasma und die Dichte im Plasma. Das nimmt alles stationäre Werte an und am Schluss wird einfach abgeschaltet, weil das Experiment vorbei ist. Und das zeigt eigentlich in sehr schönem Maß diese Stationarität des Stellarators, die eben der große Vorteil ist davon. Und die Temperatur im Zentrum ist auch in dem Fall 15 Millionen Grad zum Beispiel. Also da ist man sehr weit gekommen inzwischen in Greifswald. Und wir haben, also das sind die 30 Sekunden, wir haben die Maschine so umgebaut, dass alle Komponenten, die mit dem Plasma in Berührung kommen, stationär gekühlt werden. Und in diesem Jahr ist uns gelungen, aus den 30 Sekunden 8 Minuten zu machen. Wir haben ein stationäres 8-Minuten-Plasma gezeigt im Frühjahr 2023, was dann wirklich für die Physiker nur noch langweilig ist, weil es sieht immer gleich aus. Und die Ingenieure sitzen davor und freuen sich, dass es so schön funktioniert, was sie gebaut haben. Gut, damit taucht der Stellarator auch auf dieser Landkarte auf, da oben W7X, jetzt also nicht bei den maximalen Werten, aber auf dem Weg dahin und ist letztlich das Konzept, was in Deutschland führend entwickelt wurde und was inzwischen weltweit als ein wirklich sehr aussichtsreicher Konkurrent des sogenannten Tokamaks angesehen wird. Und da ist Deutschland tatsächlich Spitze in der Forschung. Wie sieht es bei der Trägheitsfusion aus? Das ist das kleine Kügelchen, was mit dem Laser bestrahlt wird. Sie sehen hier die größte Anlage zur Trägheitsfusion, das sogenannte NIF, National Ignition Facility in Kalifornien, in Livermore. Vielleicht fangen wir hier oben an. Da steht, das Gelbe sind die Helme von Leuten, die da stehen. Diese Rohre sind alle Teile eines gigantischen Lasers. Der Laser ist so groß wie 2 Fußballfelder. Eines gigantischen Lasers. In dem Laser wird ein Lichtblitz erzeugt, der dann in diese Kammer hier, das ist die sogenannte Target Chamber, da sieht man wieder Leute im Vergleich, also da ist das Target drin, dieses kleine Kügelchen. Und das Kügelchen, sehen Sie, ist hier in diesem Hohlraum untergebracht und das ist maßstäblich, also da guckt tatsächlich jemand drauf und das Kügelchen hat tatsächlich bloß 1 Millimeter Größe. Das heißt, die ganze Energie, die da drin steckt, wird in das Kügelchen reingeschossen. 1 Megajoule bis 2 Megajoule und dann sieht man sozusagen beim Abbrand von der Deuterium-Tritium, wie viel Energie bei rauskommt. Und das tolle Ergebnis dabei ist eben, dass im letzten Jahr gelungen ist, hier sind die Jahre aufgetragen, hier ist die Laser, das ist Energie, hier ist die Laserenergie, die eingestrahlt wird und man sieht, ganz viele Jahre wurde gelernt und es hat eigentlich nicht funktioniert. Und dann hat man erste Erfolge gehabt und gesehen, wie man das richtig macht und inzwischen, das war Ende letzten Jahres, hat man tatsächlich diese Energie übertroffen, um einen Faktor 1,5, in diesem Jahr sogar um einen Faktor 2. Also so ein Kügelchen ist praktisch gezündet. Auch dieses ist ein wissenschaftlicher Beweis und kein funktionierender Kernfusionsreaktor. Leider, wäre viel besser, wenn man damit fertig wäre, zeigt aber, dass dieses Prinzip durchaus machbar ist dabei. Und ich hatte Ihnen gesagt, das ist im Wesentlichen bis jetzt auf militärische Forschung ausgerichtet gewesen, wird jetzt aber auch stark für zivile Forschung untersucht. Vielleicht links noch die Bildchen sind Rekonstruktionen davon, was mit dem Kügelchen passiert, wenn Sie es nicht richtig bestrahlen. Um es zu komprimieren, müssen Sie es ganz sphärisch symmetrisch bestrahlen. Sobald Sie es nicht sphärisch symmetrisch machen, dann fängt es an, eine Instabilität zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Luftballon komprimieren mit Ihren Händen und wenn Sie das nicht völlig symmetrisch machen und zum Beispiel die Finger auseinander haben, dann fängt der Luftballon an, in so Blasen rauszuschauen. Das Gleiche passiert letztlich hier sozusagen, wo das Ganze anfängt, sich zu verformen und gar nicht mehr kugelsymmetrisch komprimiert wird. Und der Trick ist eben gewesen, dass die Leute da gelernt haben, wie man diese Kompression macht, sodass sie wirklich auf das kleinste Volumen, auf die höchsten Temperaturen kommt. Gut, jetzt noch kurz zu den Zukunftsaussichten.
Wie stellen wir uns das vor? Wir haben eine sogenannte Stufenleiter zum Fusionskraftwerk. Das ist unser Garchinger Experiment. Das ist das JET, von dem ich Ihnen schon erzählt hatte, Joint European Torus. Da ist der ITER. Der ITER ist so dimensioniert, dass er 500 Megawatt erzeugen soll, wenn man ihn mit 50 Megawatt heizt. Das heißt, er hat im Plasma wirklich positive Energiebilanz. Der wird gerade aufgebaut in Südfrankreich, ist ein großes internationales Projekt. Herr Vogt, Sie haben schon angesprochen, dass es nicht immer rund läuft, dass die Kosten um Faktor Pi gestiegen sind, zum Beispiel von 5 auf 15 Milliarden, dass es auch viel länger dauert. Das liegt einerseits daran, dass es ein sehr komplexes Projekt ist, wo man einfach Rückschläge erleidet und Dinge lernt. Andererseits aber auch daran, wie das Projekt aufgesetzt wurde. Das ist ein Friedensprojekt gewesen zwischen all diesen Partnern, China, Europa, Indien, Japan, Korea, Russland und USA, leider gar nicht mehr so friedlich inzwischen, die Partner. Was heißt, dass jeder Partner die Möglichkeit haben soll, jede Technologie zu lernen, die da drin steckt. Und das führt zu diesem fast absurden Ding, dass, wenn Sie schauen, hier sind zum Beispiel die Spulen, die das toroidale Feld machen, also das umlaufende Feld, die werden von 6 von den Partnern geliefert. Das heißt, die ITER-Organisation kauft nicht die Spulen bei einer Industrie, sondern die sagt, ich hätte gern so eine Spule, und dann kommen ein paar davon aus China und ein paar aus Europa und ein paar aus Japan und ein paar aus Russland etc. Und das führt einfach dazu, dass dieses Ziel erfüllt wird, nämlich dass jeder, der beteiligt ist, auch die Technologie lernen kann, aber dass es einfach unendlich schwierig wird, das Ganze zusammenzusetzen und zu spezifizieren. Wenn Sie ein Auto bauen wollten, würden Sie auch nicht sagen, ein Rad kaufe ich in Korea und ein Rad kaufe ich in Japan, oder wenn Sie sagen, ich bitte einen Supplier, einen Hersteller und bei dem kaufe ich einen. Gut, also sehr komplexe Projektsteuerung heißt das in der politisch korrekten Sprache, und trotzdem geht es voran. Das ist das Areal, auf dem ITER gebaut wird. 2014, ich bin öfters mal da zu besuchen, mit den Leuten zu diskutieren, und lange Zeit ist man hingefahren und es war die größte eingeebnete Fläche der Umgebung und man hat nichts gesehen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo wirklich Komponenten ankommen. Das ist 2018, da sieht man die gleiche Fläche und jetzt schon Riesenaufbauten. Da unten ist übrigens ein Kran und ein LKW, wenn Sie sich fragen, wie groß das Ganze ist. Menschen kann man schon kaum noch sehen auf dem Bild. Hier ist schon der Komplex, wo der Torus reingelassen wird. Und wenn Sie gucken, 2021, 2022, da werden jetzt, hier ist so ein Sektor von dem Vakuumgefäß, da sieht man Leute hinten stehen. Hier ist eine Spule, die sich hier rumwindet, und Leute, die sich freuen, dass sie angekommen ist da. Da oben sind Transporte, die Teile sind zum Teil so groß, die werden mit dem Schiff gebracht aus China, aus Japan, aus Korea, dass die in Marseille auf so einen Tieflader geladen werden und dann nur nachts auf einer abgesperrten Autobahn hingefahren werden, tagsüber fahren in den Parkplatz und warten, und nachts um 10 wird die Autobahn gesperrt und es geht weiter. Es ist ein wahnsinniges logistisches Projekt und es sieht so aus, dass wir die Teile zusammen haben und dass die jetzt zusammengebaut werden. Es gibt dabei Probleme, die Teile passen nicht alle so gut, wie sie das sollten. Auch das ist in gewisser Weise zu erwarten, aber bei einer Maschine von dieser Größe, halt jedes Problem, das Sie haben, wirft Sie um Monate oder ein halbes Jahr zurück. Im Gegensatz zu unseren Experimenten, wo, wenn es ein Problem gibt, wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, da gehen wir mit der Feile ran, oder ein bisschen eleganter. Gut, wie sieht die Roadmap, Fahrplan zum Fusionskraftwerk aus? Das ist der europäische Fahrplan dazu. Sie sehen geschickterweise keine Jahreszahlen da unten. In der Tat ist es so, dass Sie sehr gut festmachen können, wir sind jetzt irgendwo hier, da ist ITER, der vielleicht in den 2030ern zeigen wird, dass es die positive Energiebilanz kommt. Und wenn man dann das Demonstrationskraftwerk anguckt, dann landet man bei den 2045 oder 2050, die Herr Vogt vorhin schon gesagt hat, wenn alles gut geht und wenn die ganzen Projekte ausfinanziert sind. Das ist sozusagen tatsächlich, da braucht man immer noch eine große Anstrengung für. Und dann sehen Sie hinterher die Fusionskraftwerke, und da gab es immer nur die Tokamaks, weil die weiter fortgeschritten sind, und seitdem W7X in Greifswald so große Erfolge hat, taucht der Stellarator da unten auch als Option auf, was für uns ganz toll ist. Und letzte Frage, kann man es schneller machen? Wir haben Hoffnung, dass es schneller gehen kann, schneller oder zumindest sicher zu diesem Ziel kommen. Und die Hoffnung kommt daher, dass wir in den letzten 5 Jahren gesehen haben, dass massiv private Mittel
in Fusionsanlagen gesteckt worden sind, was es früher nicht gegeben hat. Also unsere Forschung, Max-Planck-Institut oder Helmholtz-Gemeinschaft, sind 100% staatlich aus ihren Steuergeldern finanziert. Wir gehen dementsprechend langsam und sequenziell vor, weil wir uns nicht vorwerfen lassen wollen, ihre Steuergelder zu verschleudern. Und das heißt, wir bauen ein Experiment, wir machen damit unsere Versuche. Wenn wir wissen, wie das funktioniert, verstanden haben, wie es geht, dann wird das nächste geplant. Die Industrie ist eingestiegen, vor allem in Amerika. Sie sehen hier so eine Karte von den Privaten erstellt. Da gibt es überall in Amerika 25 privat finanzierte Unternehmen, die inzwischen 6 Milliarden Dollar eingeworben haben. Also 5,9 davon kommen privat. Und dann die Differenz dazu, das Wenige ist staatlich draufgelegt in Amerika. Das heißt, da wurde massiv investiert in den letzten Jahren von Leuten wie Bill Gates und anderen, die jetzt der Meinung sind, Fusionsforschung ist oder Fusionstechnologie ist an der Schwelle, wo man, wenn man industriell reingeht, was holen kann dabei. Das ist was ganz Tolles für uns, was auch was ganz Ungewohntes. Wenn Sie industriell vorwärts gehen, können Sie sagen, ich baue 5 solche Kraftwerke oder solche Experimente, 4 funktionieren, nicht 1 funktioniert, wunderbar. Während wenn wir das mit ihren Steuergeldern machen würden, hieß es, 4 sind sozusagen zum Schornstein rausgejagt worden, das geht unmöglich. Und das ist der Unterschied. Und wenn wir es schaffen, mit den privat finanzierten Unternehmen anständig zusammenzuarbeiten, ist das für uns ein riesiger Gewinn. Ich sage das extra ein bisschen vorsichtig, weil unter den vielen hier gibt es einige, deren Konzepte wissenschaftlich nicht besonders gut fundiert sind und die trotzdem natürlich rufen und sagen, wir können alles besser als alle anderen, die wir bisher gehabt haben, gebt uns das Geld, wir wissen, wie es schneller geht. Es gibt Leute, die behaupten, in 5 Jahren sind sie fertig oder in 10 und sie können das für ein Zehntel des Geldes machen. Wenn die uns ihre wissenschaftlichen Pläne zeigen, was nicht immer der Fall ist, und wir gucken sie an, können wir meistens sofort sehen, warum es nicht funktioniert. Also es gibt tatsächlich auch, das ist eine gewisse Gefahr dran, und andererseits gibt es die, die sozusagen auf unseren Konzepten aufbauen und es schneller machen, und die sind super. Also unten steht noch, der Aufwind für die Entwicklung der Fusion hat auch Deutschland erreicht. Frau Stark-Watzinger hat neulich verkündigt, die Bundesforschungsministerin hat verkündet, 370 Millionen Euro mehr für Fusionsforschung in 5 Jahren. Und wie Sie gesagt haben, Herr Söder ist bei uns in Garching gewesen, hat auch verkündet, sozusagen das Fusionsprogramm auch im Freistaat Bayern anheben zu wollen, was für uns tolle Entwicklungen sind, zusammen mit diesen Privaten. Und Sie sehen da oben, es gibt auch in Deutschland 4 Start-ups inzwischen und 2 davon in der Magnetfusion da oben, und beide sozusagen scheinen den Stellarator zu favorisieren, weil sie in Deutschland beheimatet sind und sehen, dass das unsere Expertise ist. Gut, damit bin ich am Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, und wir haben noch Zeit für Fragen und Antworten. Ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Sie haben uns jetzt alle, wie Sie es gesagt haben, zu Spezialisten gemacht für Kernfusion. Mal sehen, wie viel auch da noch von uns bleibt. Zuerst vielleicht eine persönliche Frage. Was war für Sie Ihre wichtigste Forschungsidee? Wie forschen Sie? Sind Sie eher ein Tüftler oder ein Denker oder beides oder ein Organisator, um einen großen Trupp zu bringen? Und Ihnen ist die Zusammenarbeit mit anderen entscheidend. Was war Ihre wichtigste Idee? Was hat Sie vorangebracht? Wie haben Sie sich begeistert für die Kernfusion? Also erstmal muss ich sagen, es hat sich entwickelt. Eigentlich war ich mal ein Tüftler, der seine Motorräder selber repariert hat und Gitarrenverstärker aufgeschraubt hat. Durch die Beschäftigung mit der Physik bin ich eher zur Theorie gekommen, also sozusagen zum darüber nachdenken und auch mit Bleistift und Papier. Das beides zu verbinden ist, was mir am meisten Spaß macht dabei, also sozusagen was zu überlegen, wie was funktionieren könnte, auszurechnen, eine Theorie zu machen und dann im Experiment nachzuprüfen. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich zum Organisator geworden bin, weil das Experiment, was Sie gesehen haben in Garching, das wird in meinem Bereich betrieben. Ich habe 200 Leute im Bereich, da komme ich nicht mehr viel zum Selbsttüfteln, habe aber sehr fähige Wissenschaftler und vor allem auch Doktorandinnen und Doktoranden, also Nachwuchs, die aus der Vorlesung kommen, und mit denen kann ich immer noch meine Ideen multiplizieren. Aber die Entwicklung ist klar sozusagen dahin, dass man versucht, seine Impulse sozusagen zu multiplizieren und weiterzubringen und sie nicht mehr selber ausleben kann dabei. Aber es macht einen Riesenspaß. Das hört sich auch so an. Und
In einem Interview haben Sie mal gesagt, es wird noch ein langer Try-and-Error-Prozess sein. Was sind genau die Schwierigkeiten, die so entgegenstehen? Ist es vor allem irgendwie, die verschiedenen Elemente zusammenzubringen? Sie haben geschildert, bei eben Mitte des letzten Jahrhunderts haben die Leute gedacht, in 30 Jahren schaffen wir das, haben die Schwierigkeiten unterschätzt. Worin bestehen die Schwierigkeiten? Die Grundlage hat man ja eigentlich relativ gut verstanden. Es ist also mehr auf der Ebene, irgendwie die verschiedenen Prozesse sinnvoll zu integrieren, zusammenzubringen, oder? Das ist tatsächlich der Punkt. Also ich würde sagen, mit dem Verständnis, was wir jetzt haben, mit diesen Simulationen, die ich Ihnen gezeigt habe, mit den Experimenten, wissen wir relativ gut die Grundlagen der Physik da drin. Ich bin auch überzeugt, dass wenn der ITER dann mal fertig gebaut ist und eingeschaltet wird und alle Systeme funktionieren, dass man damit die positive Energiebilanz im Plasma zeigen kann. Was die große Herausforderung ist, das sind alles Hightech-Komponenten, das ist alles an der Spitze der Wissenschaft sozusagen und der Technologie. Und das so zu integrieren, dass man am Schluss den Schlüssel rumdreht und das läuft 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr, ist meiner Meinung nach die nächste Herausforderung dabei, sozusagen. Da können wir mit der Grundlagenforschung immer noch helfen, dass es einfacher wird, dass es kleiner wird, kompakter, all diese Dinge. Aber im Prinzip sind wir jetzt an der Stelle, wo man es integrieren muss und das Ganze zusammensetzen. Und das wird auch eine Ingenieursaufgabe. Dabei. Und habe ich das richtig verstanden? Sie sind besonders engagiert auch für das Demo-Projekt. Das soll ja auch ein Nachfolgeprojekt für ITER sein. Ja. Nochmal, also als Demonstrationsanlage. Ja. Ab wann ist das reif und halten Sie es für realistisch, was Sie zum Schluss angesprochen haben, private Forschungsgelder, dass man doch nochmal stärker, schneller es beschleunigen können, weil der Klimawandel wartet nicht und viele sagen eben, 2050 ist für viele Zielsetzungen im Klimabereich zu spät. Wie besteht also die Chance, da schneller voranzukommen oder sind Sie da eher skeptisch? Also ich bin skeptisch, dass es deutlich, wir reden ja jetzt über nicht über ein Demonstrationsexperiment, sondern darüber Rollout, dass man wirklich sozusagen zur Energieversorgung der Menschheit beitragen kann. Mhm. Da bin ich skeptisch, dass das vor 2050 passieren kann, selbst mit dem zusätzlichen Einsatz der Privaten. Allerdings mit dem zusätzlichen Einsatz des privaten Geldes und auch des staatlichen Geldes glaube ich, dass wir eine viel bessere Chance haben, dahin zu kommen, ist tatsächlich ab 2050 sozusagen in den Markt einzubringen. Und es ist wahr, dass wir damit für den Klimawandel, für die jetzigen Ziele, Energiewende, Klimawandel spät sind. Aber wie Sie schon gesagt haben, das Problem geht nicht weg. Das Energieproblem geht nicht weg. Der Energiehunger der Menschheit wird steigen, wenn wir uns die Geschichte erkaufen damit, dass wir entweder setzen, auf immer noch Gas zu nehmen dazu, oder die Kernspaltung wieder einführen, dann gibt es eigentlich nur noch als Alternative dazu die Kernfusion, wenn Sie wirklich an was wollen. Wichtige Perspektive und ich glaube, nüchtern betrachtet ist es unwahrscheinlich, dass wir die Klimaneutralität bis 2050 wirklich schaffen werden. Leider ist es so und ich denke, was wir sozusagen für die längere Zeit brauchen dabei, da ist die Kernfusion eigentlich die Antwort drauf, wenn es funktioniert. Wie schätzen Sie das Risiko der militärischen Proliferation ein? Ich habe in der Literatur Unterschiedliches gelesen, auch in dem Untersuchung von Grunwald für die Technikfolgenabschätzung für den Deutschen Bundestag. Sie sagen, einerseits ist die Proliferationsgefahr geringer als bei der Kernspaltung, zugleich eben aber doch auch virulent und kann sehr genutzt werden. Und die Wasserstoffbombe ist natürlich mal schon ein großes Bedrohungsszenario. Also es ist tatsächlich so, die Wasserstoffbombe, die auf der Kernfusion alleine sozusagen basiert, ist eigentlich gar nicht das große Problem dabei. Die ist im Sinne des Militärs zu groß. Das ist die Gigantomanie der 50er, 60er im letzten Jahrhundert gewesen. Es ist in der Tat, das größere Problem ist, dass das Tritium benutzt wird, um herkömmliche Kernwaffen sozusagen als Brandbeschleuniger da drin. Und deshalb gibt es diese Diskussion, die Proliferationsdebatte geht nicht ums Tritium, weil sie brauchen nicht das Tritium dafür. Tatsächlich geht die Wasserstoffbombe gar nicht mit Tritium, sondern mit Deuterium und Lithium, was sie einfach erbrüten. Es geht darum, dass sie spaltbares Uranmaterial brauchen, um das Ganze in Gang zu setzen. Und dann, wenn sie Tritium haben, das drauf tun, ist es leider noch schlimmer. Aber die Proliferationsdebatte geht eigentlich darum, Uran anzureichern und spaltbares Material zu kreieren. Und das kommt zunächst in dem Kernfusionsreaktor gar nicht vor. Mhm. Und
Die Gefahr ist letztlich, oder dieses Proliferationsrisiko kommt davon, dass man sagen würde, jede Anlage, die Neutronen erzeugt, kann auch dazu missbraucht werden, um spaltbares Material zu erzeugen. Das heißt, sie würden einen Teil von dem Reaktor sozusagen heimlich irgendwas reinbauen und dann versuchen, darin spaltbares Material zu erzeugen. Das ist ein Aufwand und ein Umstand, der sozusagen so unvergleichbar viel größer ist, als wenn Sie einfach einen existierenden Spaltungsreaktor nehmen, dass tatsächlich die Meinung ist, dass diese Uranproliferationsgeschichte zwar existiert, aber relativ gering ist gegenüber dem, was in herkömmlichen Kernkraftwerken passiert. Und das Tritium, wie gesagt, also sozusagen Tritium ist ein Ding, was Sie zusätzlich nehmen können, aber wenn Sie nur Tritium allein haben, können Sie damit keine Bombe bauen, zum Glück. Und noch eine letzte Frage, bevor ich dann auch für Ihre Fragen öffne. Sorry. Sie haben gleich am Anfang auch gesprochen von der Schwierigkeit irgendwie, dass es weitergeht, dass es weiter brennt, also quasi, dass das Feuer nicht ausgeht. Ja. Was sind da im Augenblick die Forschungen, dass man nicht immer wieder neue Energie reinstecken muss und man dann eben es auch nicht kommerziell nutzen kann? Wie kann man das überwinden? Das Ziel ist tatsächlich dieses Diagramm, was ich gezeigt habe, was sagt, dass es gezündet wird, ist, dass die Wärmeverluste des Plasmas am Anfang durch die Heizleistung gedeckt werden, die man dazu tut. Die Fusionswärme, die entsteht, bleibt zum Teil über die Heliumkerne. Die Alpha-Teilchen bleibt im Plasma und heizt das Plasma weiter. Und gezündet heißt nichts anderes, als dass die Fusionswärme, die erzeugt wird im Prozess, benutzt wird, um die Energieverluste zu decken. So wie wenn Sie ein Streichholz nehmen oder eine Kerze, müssen Sie zuerst Energie zuführen und es anzünden und dann brennt es von selbst. Und das Plasma drin brennt tatsächlich von selbst. In dem Zustand Zündung können Sie die externe Heizleistung ganz rausnehmen. Noch zur Kontrolle vielleicht ein bisschen, aber im Prinzip weg. Deshalb ist die Zündung so wichtig dabei in diesem Diagramm. Ja. Jetzt Ihre Fragen. Okay, Sie zuerst. Sie kriegen ein Mikrofon. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe viele Ihrer Videos auf Urknall, Weltall und Leben schon gesehen und auch den Wendelstein in Greifswald schon besichtigt. Also sehr gute Forschung. Und Sie haben jetzt die vier Start-ups in Deutschland erwähnt, zwei mit Stellarator-Prinzip. Und es gibt in München noch die Firma Marvel mit Proton Bohr, die auch behauptet, dass sie direkt elektrische Energie erzeugen kann. Das klingt natürlich sehr schön, zu schön, um wahr zu sein. Und da würde mich mal Ihre Einschätzung dazu interessieren. Okay, also erstmal, ich gehe zurück zu dieser Folie, wo die Wirkungsquerschnitte gezeigt werden, was letztlich die Wahrscheinlichkeit ist dafür, dass Fusion stattfindet. Da oben ist Deuterium-Tritium. Da rechts ist Proton-Bohr. Das heißt, die Energie, die Sie aufbringen müssen, um Proton-Bohr zu zünden, ist ein Faktor 10 höher. Also Sie müssen noch einen Faktor 10 heißer machen, als wir das machen. Und gleichzeitig ist der Wirkungsquerschnitt auch noch kleiner. Das heißt, Sie müssen nochmal einen Faktor 5 oder sowas drauflegen. Am Schluss kommt raus, dass es in magnetischen Einschluss gar nicht gehen kann. In so einem Trägheitseinschluss ist ein ganz kleines sozusagen Fenster, in dem man eventuell positive Energiebilanz haben könnte. In der Tat ist es so, dass die Firma bereits mehrfach ihr Konzept gewechselt hat, was sie machen will, und jetzt auch davon redet, Deuterium-Tritium mitzunehmen. Es gibt wissenschaftliche Diskussionen damit, das geht hin und her in Fachjournalen, das ist eigentlich gut, wenn sowas funktioniert. Bis jetzt finde ich persönlich von der Physik her dieses Konzept nicht überzeugend. Mikrofon kommt gleich. Auch nochmal danke für den interessanten Vortrag. Jetzt entstehen da ja jede Menge Neutronen, wie beim Kernreaktor. Die aktivieren das umgebende Material und es entsteht jede Menge radioaktiver Abfall. Aber Sie sagten gerade, der wäre nicht signifikant. Warum? Ich habe gesagt, signifikante Mengen. In der Tat ist es so, also die Neutronen werden im Plasma erzeugt, die gehen raus, die werden in der ersten Wand, auf die Abfalllänge 70 Zentimeter, also auf 70 Zentimeter werden die Neutronen abgebremst ungefähr, aktivieren dieses Material. Die Mengen, die dabei entstehen an Müll, sind durchaus signifikant, aber die Halbwertszeiten, also die Zeiten, mit denen es zerfällt, sind viel, viel kürzer
als bei der Kernspaltung. Und das liegt daran, dass Sie in dem Prozess selbst keine Stoffe, keine Isotope haben, die irgendeine lange Halbwertszeit haben, während das bei der Kernspaltung eben der Fall ist. Das heißt, Sie können die Materialien so wählen, dass Sie das Ganze nicht irgendwie in einem Schacht verbuddeln müssen oder so, sondern das Ganze on-site, also in dem Kraftwerk lagern oder nebendran in der Halle. Und nach einigen von diesen 10 Jahren, zum Beispiel nach 100 Jahren, ist es so weit abgeklungen, dass man es recyceln und wiederverwenden kann. Das ist der große Vorteil. Es entsteht radioaktiver Abfall. Ich glaube, stand auch auf der Folie signifikante Menge, aber es ist dieses Endlagerproblem nicht da. Das ist eigentlich der Punkt dabei. Ja, genau, da steht signifikante Mengen, braucht aber keine Endlagerung. Der Punkt ist tatsächlich der, und ich glaube, also meine Einschätzung der Kernspaltung ist, dass das größte Problem, was wir der Menschheit damit aufbürden, letztlich diese Geschichte mit der Endlagerung ist und dass wir Dinge vergraben oder lagern an einem Ort weit weg, sagen, auf Zeitskalen, die gar nicht mehr in Generationen auszudrücken sind. Das ist für mich eigentlich das größte Problem dabei und das wird die Kernfusion nicht haben, aufgrund dieser Eigenschaften. Ja. Es sind ja verschiedene Materialien. Also Sie haben ja Stahl, was weiß ich, ja. Aluminium und sonst was. Also irgendwie wird es ja doch aktiviert, ne? Genau wie beim Kernreaktor. Das ist nicht ganz zu vermeiden. Also es beschränkt sich ja doch sehr dann in der Auswahl des Materials. Das kommt ja nur noch dazu. Das ist so. Tatsächlich werden wir für solche Anlagen Stähle nehmen, die extra für Spaltungsreaktoren optimiert sind. Die sind tatsächlich, da werden die Teile, also sozusagen auch die Spurenelemente rausgenommen dabei, die lange Halbwertszeiten haben, sodass das Ganze die kurzen Halbwertszeiten hat. Aber es ist auch beim Spaltungsreaktor so, dass die langen Halbwertszeiten aus dem Brennstoff kommen und nicht aus den Strukturmaterialien außenrum, wenn Sie es richtig machen. Okay? Gut. Ja. Eine Frage zu Fusionsreaktor unserer Sonne. Sie haben erwähnt, dass die seit 4,5 Milliarden Jahre strahlt und dass sie wahrscheinlich noch 4,5 Milliarden strahlen wird. Ist die Sonne in dieser Zeit kleiner geworden, um die Hälfte? Und wie ist das Ende dann? Wie endet das? Okay, die Sonne wird nicht viel kleiner, sondern die Sonne reichert sich sozusagen mit Helium an. Es ist auch nicht so, dass die Sonne 100% ihres Wasserstoffs zu Helium verbrennt und dann ist es vorbei, sondern die fängt an, der Kern fängt an zu komprimieren und heißer zu werden, dann setzt Brennen von höheren Elementen ein. Also wenn Sie auf diesem Diagramm gucken, wenn Sie auf diesem Diagramm gucken, da sehen Sie ja, dass es hier oben weitere mögliche Kernfusionsreaktionen geben kann, können die immer noch Energie erzeugen, aber nicht so effizient. Und tatsächlich setzt ein Brennen ein von diesen höheren Elementen, was dann viel, viel schneller geht dabei. Und dann kommt am Schluss, wenn die heiß, sozusagen am Schluss zerreißt die Sonne dabei. Es wird wie eine Explosion. Wenn sie groß genug ist, wird da draußen ein schwarzes Loch zum Beispiel oder ein Pulsar, also ein Neutronenstern. Oder wenn es zu klein ist, wird da draußen ein sogenannter weißer Zwerg, also dann tatsächlich ein Helium-Restasche, der sozusagen sehr dicht ist, aber keine Energie mehr erzeugt. Aber das Ende ist immer sozusagen, es fängt an höhere Elemente, wenn genug dabei sind, zu brennen, die Temperatur steigt und dann geht es rasend schnell. Ja. Kann was Schlimmes passieren, wenn die Magnetfelder unvorhergesehen zusammenbrechen, also wenn die quenchen, sagen glaube ich die Fachleute, was ja nicht selten passiert, also die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering dafür, glaube ich. Also in der Tat ist es so, wenn Sie das Magnetfeld verlieren, verlieren Sie den Plasmaeinschluss und das Plasma landet an der Wand. Jetzt ist es so, dass das Magnetfeld nicht in ganz kurzer Zeitskala verloren werden kann, weil da viel magnetische Energie drin steckt. Und wenn Sie versuchen, ein Magnetfeld schnell auf Null zu bringen, dann gibt es über Induktion in allen Strukturen außenrum erstmal Ströme, die dafür sorgen, dass das Magnetfeld langsamer zerfällt. Der Plasmaeinschluss ist aber trotzdem weg. Und da kommt einem zugute, dass der Druck oder sagen wir die Dichte so niedrig ist. Die im Plasma gespeicherte Energie kann zwar
so eine Kachel anschmelzen, die obersten 100 Mikrometer von der Schicht dabei, aber nicht die Anlage zerstören, weil eben die Druck- und Energiedichte sind letztlich dasselbe. Und wenn der Druck irdisch ist, so wie das uns umgebende Luft oder sowas, dann ist die Energiemenge da drin letztlich auch nicht viel größer. Das ist ein großer Vorteil. Es ist eher andersrum, man muss sich anstrengen, um es in dem Zustand zu haben. Wenn man es verliert, okay. Also in der Tat, dann geht eine Kachel kaputt oder sowas in dem Experiment, aber mehr nicht. Übrigens, die Spulen in Greifswald sind schon einmal gequetscht, ohne dass dabei was passiert wäre. Das passiert schon. Ja. Halt, Mikrofon kommt gleich. Wie ist der Stand der Fusionsforschung unabhängig von dem gemeinsamen Projekt in Südfrankreich, in China? In China ist der Stand, China hat ein sehr aggressiv, nicht in dem sozusagen, Sie wissen was, aggressiv ist gemeint sozusagen, ein sehr gerichtetes, mit viel Geld hinterlegtes Programm, um zu versuchen, den Wissensstandard in den westlichen Ländern zu erreichen, aufzuholen, mit dem Ziel, schneller zum Ziel zu kommen, Fusionskraftwerke zu bauen. China hat ein ganz anderes Energieproblem als das in, oder auch Klimaproblem, als das der Fall ist, wenn Sie nach China fliegen und am schlechten Tag in Peking landen, dann sehen Sie den Zaun vom Flughafen kaum. Und wenn Sie aussteigen, dann macht es fast keinen Unterschied, ob Sie rauchen oder nicht. Das ist tatsächlich, also das merkt man sozusagen. Das passiert einem normalerweise nicht. In China passiert einem das zum Teil. Und China muss ganz anders an das Problem rangehen. Und in der Tat hat China sehr viel Geld investiert in Fusionsforschung und ist am Aufholen dabei. Und bis jetzt in sehr vertrauensvoller, friedlicher Zusammenarbeit mit uns, muss man auch sagen. Ist natürlich sozusagen bei China eine andere Hausnummer als innerhalb der Europäischen Union, aber bis jetzt ist das kein Thema. Ja, Sie haben sich schon länger gemeldet. Ja, danke schön. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat die Fusion bisher nicht funktioniert, weil die Physiker überrascht waren von Turbulenzeffekten, die nicht einrechenbar waren, die zur Abkühlung geführt haben. Die gegenwärtige Aussage ist, sie brauchen 15 Meter statt 15 Zentimeter Strahldurchmesser, dann könnte es gehen. Was macht Sie zuversichtlich, dass dann nicht ein paar andere Effekte noch kommen? Zuversichtlich macht mich, dass wir, also wir machen das, was im Windkanal gemacht wird, nämlich wir skalieren, das heißt wir nehmen, wo ist er denn? Wir nehmen die Experimente verschiedener Größe, stellen in denen dimensionslos die gleichen Größen her, also sozusagen normiert. Das geht nicht in allen dimensionslosen Größen gleich, ansonsten hätten sie das Fusionskraftwerk gebaut. Aber wir machen so eine Art Windkanal oder Windtunnel-Herangehensweise, wo wir ein kleineres Modell bauen und wissen, wie die zugrunde liegenden Gleichungen physikalisch skalieren und dann das Ganze hoch und runter skalieren. Und das funktioniert sehr gut. Das funktioniert auch so, wenn Sie die Experimente, also JET haben wir ja, dieses große Experiment. Wenn Sie die Datenbasis zur Skalierung nehmen, in der JET nicht drin ist und diese Vorhersage machen und dann JET vorhersagen und nachgucken, wie es funktioniert hat, hat es genauso funktioniert, wie es aus diesem Datenpunkt hervorgesagt. Und der Witz dabei ist und was mich viel sicherer macht als vor 50 Jahren die Leute ist, wir haben eine Theorie drunter, die sehr umfassend ist und wir machen nicht sozusagen ein Fit mit vielen Parametern an ein Ding, wo wir nicht wissen, wie es funktioniert, sondern wir machen Skalierungsgesetze in normierten Gleichungen. Sorry, ist ein bisschen technische Antwort, aber das ist sozusagen, wie man es in einem Windkanal macht. Okay? Ja, Sie. Eine Frage. Sie haben vorhin so eine Landkarte gezeigt und ich bilde mir ein, in Russland habe ich keine Anlage gesehen. Und also ich weiß nicht, Australien kam davor und China, aber in Russland selber habe ich keine. Das ist relativ einfach zu beantworten. Diese Landkarte ist keine Landkarte der Forschungsanlagen, sondern eine Landkarte der durch privates Kapital finanzierten Industrie, was in Russland sozusagen bis jetzt noch nicht passiert ist. Noch eine Frage, wie ist die Zusammenarbeit heute mit Russland? Also ich
wird mal erstmal ein paar Jahre zurückgehen. Die Zusammenarbeit mit Russland ist sehr gut gewesen. Wir haben sehr gute Kontakte gehabt, wissenschaftlich sehr viel gelernt, auch wissenschaftlich sehr viel gebracht. Die ist völlig unterbunden worden, nachdem Russland den Krieg in der Ukraine angefangen hat, zu Recht, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass die russischen Kollegen nicht alle dahinter stehen, aber man kann nicht mal mehr mit denen kommunizieren darüber. Das ist eigentlich eine Katastrophe für uns in der Forschung. In der Tat ist es so, dass das bei dem ITER-Projekt noch funktioniert, weil nämlich ITER keiner Länder, ITER ist eine sogenannte Legal Entity, das heißt, die ist keiner Nation unterstellt. Und die haben gesagt, wir sind ein wissenschaftliches Projekt für alle offen. Wir haben einen Vertrag mit all diesen Partnern. Wir können sogar verstehen, dass Frankreich sagt, wir werden keinen russischen Staatsbürger einreisen lassen. Aber das gilt für uns nicht, weil wir eben eine eigene legale Entität sind da drin. Und das ist tatsächlich der einzige Ort im Augenblick, wo man noch mit russischen Wissenschaftlern reden und zusammenarbeiten kann. Ja. Hallo, für mich spielt, also für mich ist ein Magnetfeld immer perfekt rund und ganz glatt und so eine perfekte Kugel. Woher kommt diese ungewöhnliche Form von dem Stellarator? Und meine zweite Frage wäre, welche irdischen Einflüsse sonst haben Sie noch auf die Kernfusion, zum Beispiel Schwerkraft, Sonnenwinde oder mit was für Schwierigkeiten müssen Sie da auf der Erde rechnen? Die zweite Antwort ist ist einfacher zu geben, sozusagen. Das Plasma, weil es so dünn ist, wiegt nichts. Unser Plasma wiegt 3 Milligramm in Asterix Upgrade. Die Kräfte sind von der Größenordnung, wenn Sie es in Gewicht umrechnen würden, Tonnen. Sprich, sozusagen, die elektromagnetischen Kräfte sind so viel stärker, dass die Schwerkraft keine Rolle spielt. Das Magnetfeld wird im Prinzip eine Rolle spielen. In der Tat ist sogar ein Magnetfeld von der Größenordnung des Erdmagnetfelds spielt eine Rolle, ist aber natürlich sehr gut bekannt und nicht zeitlich variabel, zumindest auf unserem Gebiet. Das heißt, wir kompensieren das einfach weg. Wir wissen, wie groß das ist bei uns. In der Tat ist so, solche äußeren Einflüsse spielen praktisch keine Rolle bei uns. Jetzt habe ich geschickt die erste Frage vergessen, wenn Sie mich noch mal erinnern. Die ungewöhnliche Form von dem Stellarator, warum... Warum nicht der perfekte Donut? Okay, also. Man muss ja immer ein bisschen sozusagen vereinfachen. Ich habe gesagt, wenn die Teilchen laufen längs der Magnetfeldlinien, wenn ich das Magnetfeld zu einem Torus biege, dann laufen die dem Torus hinterher und alles ist gut. Die Teilchen laufen nur exakt längs des Magnetfelds, wenn das Magnetfeld homogen und gerade ist. Wenn das Magnetfeld gebogen wird, ist es außen schwächer und innen stärker, was dazu führt, dass die Teilchen nicht mehr genau den Magnetfeldlinien folgen, sondern langsam sich davon wegbewegen. Deshalb sind die Magnetfeldlinien da gar nicht toroidal geschlossen, sondern verdrillt, weil das nämlich dafür sorgt, dass diese Drift von den Teilchen einmal Richtung Plasmazentrum, einmal weg davon geht und sich im Mittel raushebt. So, jetzt muss ich verdrillte Magnetfeldlinien machen und kann nicht einfach eine Spule so biegen. Wenn Sie dem Magnetfeld so eine Verdrillung geben wollen und sich angucken, wie Sie dieses Magnetfeld erzeugen können, dann können Sie das umlaufend nur erzeugen durch einen Strom innen drin. Da gibt es ein Gesetz für Durchflutungsgesetz, das sagt, dass das sozusagen aufsummierte Magnetfeld drumherum gerade der Strom dem Strom entspricht, mit einer Naturkonstanten vorne dran. Wenn Sie keinen Strom haben wollen, geht es nicht. Und Sie müssen, also wir wollen ja keinen Strom im Plasma haben, weil wir den nicht treiben wollen im Stellarator. Dann müssen Sie Spulen machen, wo das Feld aufsummiert außenrum null ist, weil ja kein Strom fließt. Und dann muss das Feld einmal in die eine und einmal in die andere Richtung zeigen, sodass, wenn Sie es addieren, es zu null rauskommt, aber an jeder Stelle sozusagen die Magnetfeldlinie so wobbelt. Und wenn Sie das tun und sich angucken, dann taucht genau der Stellarator auf. Ei, das war die falsche Richtung. Dann kommt genau der Stellarator raus dabei. Und wenn man hinguckt, sieht man nämlich, diese Spulen können Sie sich vorstellen als zusammengesetzt aus kreisrunden Spulen, die mein Tokamak-Feld machen. Und die, wenn Sie gucken, diese ganzen Verbiegungen, die folgen alle einer Linie. Dann können Sie sich vorstellen, dass das tatsächlich nur aufgebrochene weitere Spule, die helikal um das Plasma rumgewickelt ist. Und dann kommen diese 3D-Spulen raus dabei. Ich denke, wenn man so sozusagen im Kopf diese Dinge hier verfolgt dabei oder auch die von hier unten kommen, dann sieht man schön, dass das eigentlich für die Verdrillung
vom Plasma zuständig sind. Wenn Sie das von außen machen, dann können Sie auf dem Blatt Papier zeigen mit der richtigen Formel, dass es dreidimensional sein muss. Okay, gibt es ein YouTube-Video zu auf Urknallwäldern und das Leben? Sie haben noch eine Frage. Ja, ich hätte noch eine Frage zu der Laserfusion. Also es ist nachgewiesen worden, dass mehr Energie rauskommt, als Lichtleistung reingesteckt worden ist. Welche Chancen bestehen denn so einen Laser, gerade so einen großen, im Wirkungsgrad von irgendwelchen paar Prozent jetzt hochzukriegen? Also zunächst ist es in der Tat so, das haben die Leute in Livermore auch ganz klar gesagt, die in das Pellet eingekoppelte Energie ist kleiner als die durch Fusion rausgenommene. Die Energie, die aus der Steckdose genommen wurde, um den Laserpuls zu erzeugen, ist viel, viel größer als das. Also es ist auch kein Nettoenergie gewesen, Gewinn gewesen. Allerdings muss man wirklich sagen, die Leute haben das sehr fair gesagt in ihrer Pressekonferenz. Hinterher stand in der Zeitung, Fusionsreaktor funktioniert. Die Chance ist tatsächlich, einen Laser von der Bauart wie NIF könnte man dazu nicht verwenden, weil der nicht effizient genug ist. Es hängt damit zusammen, Sie müssen Laser mit Licht sozusagen pumpen, das Lasermaterial, damit Sie den Zustand herstellen, dass später der Lichtblitz da durchsausen kann beim Laser. Inzwischen hat man aber die Chance drauf, dass das zumindest im Kleinen funktioniert und dass die Effizienz wenigstens mal in den einige Prozent bis 10% hinkommt. Dann ist es immer noch ein weiter Weg, aber das ist nicht mehr unmöglich, während es mit diesem Typ Laser, der da in Livermore steht, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Der ist eine reine Versuchsanlage. Herr Mechmann. Jetzt kommt eine Frage aus dem Netz vorab. Ihr Vortrag wird sehr gelobt im Netz. Schön. Das sehe ich hier an den Kommentaren. Nun zur Frage, wie sieht der Fortschritt in der Materialforschung aus? Stichwort wäre hier Wandabschirmung. Also, Stichwort nochmal bitte. Wandabschirmung. Ah, okay. Also, zunächst mal, das ist vorhin angesprochen worden, wenn man die Materialien, die mit den Neutronen in Kontakt kommen, so wählen will, dass die Aktivierung davon durch die Neutronen, dass die nicht langlebig ist, kann man nicht beliebig Elemente aus dem Periodensystem nehmen. Insofern braucht das eine spezielle, Frage kommt aus dem Internet, insofern braucht es eine spezielle Entwicklung von den Stählen. Da gibt es Stähle für, die das können zunächst mal, die sind aber was Spezielles, eine spezielle Entwicklung dafür. Also der Teil wird immer weiterentwickelt. Und der andere Teil ist, man kann sich fragen, das Plasma kommt ja doch an irgendeiner Stelle, wenn es auch da kälter ist, mit der Wand in Kontakt. Was passiert dabei? Da sind wir inzwischen dazu gekommen, Wolfram zu nehmen für die Beschichtung der Wand, also eine ganz dünne Wolframschicht drauf, weil Wolfram ist ein Metall, was relativ gut wärmebeständig ist, hat in der Tat den höchsten Schmelzpunkt aller Elemente. Also wir sind so weit gekommen, dass wir die erste Wand, wir wissen, welches Material wir für die erste Wand nehmen, was wir mit dem Plasma in Kontakt bringen. Und wir entwickeln Materialien, die den Neutronenfluss aushalten und dabei dann auch letztlich nicht sozusagen lange verstrahlt sind. Ja, wir sind kommen zum Ende. Ganz herzlichen Dank für drei Dinge. Erstens, Sie haben Physik so erklärt, dass auch Nichtphysiker eine Chance haben, was zu verstehen, ein bisschen was. Ich denke, ich war nicht der Einzige, der sehr dankbar war. Zweitens, Sie haben sehr ausgewogen argumentiert, keine schnellen Versprechen und doch irgendwie so Hoffnung geschöpft, dass wir bis 2050 tatsächlich auch eine möglicherweise kommerzielle Nutzung erreichen können, eine realistische Perspektive. Und drittens, trotzdem was Visionäres für die Entwicklung. Ich denke, das Argument der Energiedichte in einem Gramm Deuterium, Lithium, so viel wie in Tonnen Kohle, das ist, denke ich, schon einfach eine wirkliche Vision, für die es sich lohnt, den Weg weiter zu bestreiten. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, ich kann für alle sprechen. Vielen Dank. Merci. Der Beifall spricht für sich. Vielen Dank. Danke. Kommen Sie gut nach Hause. Ah.